Ja, wann haben Sie, wann habt ihr zum letzten Mal ein Antibiotikum genommen? Grübel, grübel. Kann ja manchmal sehr hilfreich sein bei vielen Krankheiten. Bei mir kürzlich bei so ganz fiesen Streptokokken. Das hat echt geholfen. Da sind wir dann so richtig glücklich und denken, was für eine Erfindung. Tja, 90 Jahre nach dieser Erfindung des Penicillin ist diese irrsinnige Errungenschaft der Medizin aber in Gefahr. Und das ist ein hohes Risiko für uns alle. Wir begrüßen Sie ganz, ganz herzlich zu diesem Talk über Antibiotikaresistenzen. Ja, organisiert wird dieser Talk von der Bundeskunsthalle und der Deutschen Forschungsgemeinschaft. Und wir sind Kilian Reichert und Cecile Schottmann. Extra in Sneaker, nee, wie heißt das? Techno-weißen Klinikschuhen eigentlich. Ne? Ja, genau, richtig, passt. Richtig sauber hoffentlich. Ja, die Zahl der multiresistenten Keime weltweit, sie wächst. Das sind also Keime, gegen die kein Antibiotikum mehr hilft. Und das hat natürlich gravierende Auswirkungen für die Medizin, nicht nur in Spezialdisziplinen wie Transplantation, Krebstherapie oder der Vorsorge von Frühgeborenen. Und darüber würden wir gerne mit Ihnen sprechen. Sie sehen schon, Cecile hat ein Headset. Ich habe so ein Handmikrofon hier. Das hat den Vorteil, man kann es in die Hand nehmen und dann anderen Leuten hinhalten. Und das würde ich gerne immer wieder heute machen. Das heißt, wir sind sehr daran interessiert, was Sie über dieses Thema denken, welche Fragen Sie bewegen und ja, welche Impulse Sie vielleicht auch unserem Podium hier geben können. Insofern gehe ich jetzt darüber und warte darauf, dass du mir irgendwann das Wort erteilst. Genau, wir kommunizieren dann immer von hier nach da zu Ihnen. Danke. Und Sie fragen, was Sie fragen wollen oder sagen, was Sie sagen wollen. Ja, es gibt so schockierende Zahlen, zum Beispiel von der WHO, dass 700.000 Menschen weltweit jährlich an Infektionen mit resistenten Keimen sterben. Es gibt Mediziner und Forscher, die sagen, die prophezeien, dass in den nächsten Jahrzehnten resistente Keime zur Todesursache Nummer eins werden. Das ist alles tatsächlich alarmierend, zu Recht. Dennoch wollen wir hier keinesfalls Panik schüren heute Abend, sondern wollen aufklären, wollen den Fakten ins Auge blicken, wollen fragen, wie es überhaupt so weit kommen konnte und was wir am besten dagegen tun können. Und genau dazu, übrigens nicht nur jeder Einzelne von uns, jeder kann ein bisschen was machen mit der Ernährung und mit dem Umgang zum Beispiel mit Antibiotika, aber natürlich auch die Politik, die Mediziner, die Pharmaindustrie. Um das zu diskutieren, begrüße ich jetzt hier auf dem Podium Petra Gastmeier. Sie ist Professorin und Direktorin am Institut für Hygiene und Umweltmedizin der Charité Berlin. Sie forscht an Strategien, wie der Gebrauch von Antibiotika in der Humanmedizin verringert werden kann und sagt, mindestens ein Drittel der Antibiotika müssten nicht verschrieben werden. Ich begrüße Lothar Wieler, auch Professor, und er ist Präsident des Robert-Koch-Instituts in Berlin. Mit seinem Institut, genau. Er überwacht mit seinem Institut die Ausbreitung von resistenten Keimen und betreibt Aufklärung, um die Bevölkerung über die Risiken des massenhaften Antibiotika-Einsatzes zu informieren. Er ist außerdem Veterinärmediziner. Willkommen auch Till Berninghausen, er ist Professor ebenfalls und Direktor am Institut für Global Health der Universität Heidelberg. Er hat den globalen Blick auf das Gesundheitssystem. Und er ist absolut überzeugt, dass wir einen globalen Ansatz brauchen, um dieses Problem zu lösen. Und ich begrüße Antje Böhl. Sie ist Journalistin, die für den NDR zum Beispiel arbeitet und für Arte. Sie hat diverse Filme schon über Antibiotikaresistenzen gemacht und jetzt auch diesen Film. Hallo. Sie hat auch einen Film gemacht, Die Antibiotika-Falle, und daraus zeigen wir gleich zwei Ausschnitte im Verlaufe des Abends. Ja, sie warnt vor diesem unüberlegten oder übertriebenen Umgang mit Antibiotika und nimmt alle möglichen dafür in die Pflicht und in die Verantwortung. So, jetzt setze ich mich mal zu Ihnen und fange mal an mit dem Herrn Wieler. Herr Wieler, Erkältungszeit. Wir haben noch keinen Schnupfen gehört, noch keine Taschentücher rascheln hören, aber ich bin mir sicher, dass der eine oder andere schon erkältet ist, wobei manche sagen, es gibt überhaupt keine Erkältung. Jedenfalls haben Sie vielleicht schon den einen oder anderen Schnupfen oder Husten. So, wann ist da ein Antibiotikum sinnvoll, wann nicht? Zunächst mal grüße ich Sie alle herzlich. Danke, dass ich eingeladen wurde. Das entscheidet natürlich ein Arzt.
Das ist ja klar. Der jeweilige Arzt, der einen Patienten behandelt, der muss natürlich Informationen generieren, um dann sagen zu können, ob dieser Patient ein Antibiotikum braucht oder nicht. Das ist eine Frage, die im einzelnen Arzt-Patienten-Verhältnis geklärt werden muss. Und selbstverständlich gibt es Erkältungen, die dann, wenn die zum Beispiel in Lungeninfektionen übergehen und durch Bakterien hervorgerufen werden, dann sind mit Sicherheit Antibiotika indiziert. Aber das ist ja der springende Punkt. Wenn es ein Bakterium ist, soweit ich weiß, sind es aber in den meisten Fällen Viren und dagegen helfen nun Antibiotika gar nicht. Ja, also jetzt in der Grippesaison ist es schon so, die Grippe wird natürlich durch Influenzaviren hervorgerufen, das ist wahr, gegen die man sich übrigens sehr gut mit einer Impfung schützen kann. Fordere ich Sie gleich alle auf, dass Sie alle die Risikogruppen zumindest sich gegen Grippe impfen lassen. Aber Werbung machen an der Stelle? Das ist keine Werbung, sondern das ist Gesundheitsschutz, ja, aktive Motivierung von den Mitmenschen, die hier sitzen. Aber wichtig, Antibiotika helfen nicht gegen Viren. Ja, das heißt also, es ist klar, dass ein Arzt eine Diagnose stellen muss, wenn er nicht bestimmte Symptome erkennt, als die, dass sie durch ein Bakterium hervorgerufen sind. Antibiotika helfen nur gegen Bakterien und nicht gegen Viren. Das ist, glaube ich, eine wichtige Information, die ein Arzt auch mit seinem Patienten zusammen besprechen muss. Passiert es denn trotzdem, dass Ärzte Antibiotika verschreiben, obwohl sie eigentlich wissen oder wissen müssten, dass es Viren sind und die gar nicht helfen? Ja, also Frau Gastmeier, Sie hatten das ja im Einspieler gesehen. Und auch wir denken, dass ein großer Teil der Antibiotika, die verschrieben werden, wir reden jetzt nur über Deutschland, nicht nötig ist. Und ein Teil davon hängt zum Beispiel davon ab, dass man ein Antibiotikum verschreibt, obwohl es eben gar nicht indiziert ist, zum Beispiel bei einer Virusinfektion. Das ist tatsächlich so, aber wie gesagt, das hängt immer vom einzelnen Fall ab, vom einzelnen Krankheitsfall. Aber es ist eine wichtige Information. Ich denke, was entscheidend ist, ist, dass wirklich Ärzte und Patienten miteinander sprechen. Ja, dass die geklärt ist, warum man ein Antibiotikum bekommen soll. Das muss ein Arzt einem erklären. Ein Patient möchte aufgeklärt werden. Er geht nicht zum Arzt, um ein Antibiotikum zu bekommen, sondern er geht zum Arzt, um behandelt zu werden. Und wenn ein Antibiotikum indiziert ist, dann muss es auch verschrieben werden. Bevor wir weiter diskutieren, schauen wir jetzt erstmal rein in den Film von Antje Böhl. Da wird nämlich nochmal genau der Unterschied zwischen einem Bakterium und Viren erklärt und wie dann Resistenzen entstehen. Bakterien sind Kleinstlebewesen. Das unterscheidet sie von Viren. Außerdem sind sie über 1000 Mal größer. Bakterien haben einen eigenen Stoffwechsel und einen eigenen genetischen Code. Sie können sich außerhalb der Zellen vermehren. Das bekannteste resistente Bakterium ist MRSA. Es besiedelt meist Nase oder Haut und kann zu Wundinfektionen oder Lungenentzündung führen. Immer häufiger treten Bakterien mit der Resistenzeigenschaft ESBL auf. Ihre Resistenz kann sich auf andere Bakterien übertragen, die meist im Darm zu finden sind. Wir tragen 2 Kilogramm Bakterien mit uns herum. Die meisten sind gute, die wir brauchen. Einige wenige resistente Bakterien sind immer darunter. Ein Antibiotikum tötet Bakterien, die nicht dagegen resistent sind. Die überlebenden resistenten Bakterien können diese genetischen Informationen an andere Bakterien weitergeben, die auch resistent werden. Je öfter Antibiotika gegeben werden, desto größer wird die Zahl der resistenten Bakterien. Kommt es jetzt zu einer bakteriellen Entzündung, zum Beispiel in der Lunge, helfen die Antibiotika nicht mehr, wenn zu viele resistente Bakterien da sind. Herr Wieler, das heißt also im Klartext, bei jeder Vergabe, Verabreichung von Antibiotikum muss man sich genau überlegen, dass das eben auch zu weiteren Resistenzen führt und abwägen. Exakt. Also es ist sehr wichtig, glaube ich, zu verstehen generell, dass Antibiotika ein ganz, ganz wichtiges Medikament sind, das wir Menschen brauchen, das für die moderne Medizin von ganz großer Bedeutung ist. Das heißt, das ist ein Schatz, so bezeichne ich das gerne, ein Schatz, den wir hüten müssen, damit er nach wie vor wirksam bleibt. Und darum müssen wir mit Antibiotika sorgsam umgehen. Und es gibt eben in verschiedenen Ländern, in unterschiedlichen Raten, es gibt aber prinzipiell durchaus den Einsatz von Antibiotika, wo er nicht zwingend indiziert ist. Das heißt also, ein riesiges Gebiet, an dem wir arbeiten müssen, ist dafür zu sorgen, dass Antibiotika wirklich nur eingesetzt werden, wenn sie wirklich eingesetzt werden müssen. Und der entscheidende Grund ist der, den Sie nennen, es entstehen Resistenzen. Man muss es dann abwägen. Wenn natürlich das Leben eines Menschen zum Beispiel durch eine Lungenentzündung bedroht ist, dann muss man selbstverständlich
ein Antibiotikum verschreiben, dann riskiert man, dass man Resistenzen in diesem Menschen auch produziert, die auch weitergetragen werden. Aber das Schutzgut ist dann höher. Aber diese Entscheidung muss in jedem Einzelfall getroffen werden. Dafür brauchen wir gut ausgebildete Ärzte und natürlich auch Patienten, die kritisch hinterfragen, muss ich ein Antibiotikum bekommen oder nicht. Es gibt ja nun viele verschiedene Antibiotika. Wie sieht es denn aus mit der Entwicklung von neuen Antibiotika gegen neue Keime oder vielleicht auch gegen resistente Keime? Also die Entwicklung von Antibiotika ist tatsächlich, die stockt, das kann man so sagen. Viele Menschen sagen, die Pipeline ist leer. Das liegt da an mehreren Faktoren. Ein Faktor ist auch die Borniertheit des Menschen, der gerade in den letzten Jahrhunderten, im 60er, 80er Jahren, davon ausgegangen ist, dass er die Infektionskrankheiten im Griff hat und mit Antibiotika einfach alles regeln kann. Sehr, sehr leichtgläubig. Da haben viele Forscher vorher vor gewarnt, dass sie das nicht denken sollen. Dann wurde die Forschung eingestellt. Es wurde viel Forschung nicht mehr incentiviert. Das ist der eine Grund. Der zweite Grund ist aber auch der, dass es recht anspruchsvoll ist, Antibiotika zu entwickeln. Es gibt verschiedene Arten von Bakterien. Ich unterscheide mal grob zwischen Gramnegativen und Gram-Positiven. Und gerade gegen die Gramnegativen, zu denen diese ESBL gehören, die in dem Filmbeitrag vorkamen, es ist sehr schwer, gegen die Antibiotika zu entwickeln, weil die eine bestimmte Zellwandstruktur haben, wo man nicht so leicht als Molekül reinkommt. Und das heißt also, das ist ein Mix aus diesen beiden Dingen. Aber jetzt kommt ein dritter Aspekt dazu. Und der beruht darauf, auf dem, was ich eben gesagt habe. Wir wollen Antibiotika ja so selten wie möglich einsetzen, damit sie möglichst lange wirksam bleiben. Das heißt aber natürlich, dass ein Unternehmen, das Milliarden in die investiert in die Entwicklung eines Antibiotikums, dann aber dieses Antibiotikum nicht verkaufen kann, dass das natürlich ein Widerspruch ist. Das heißt also, da hat man auch ein ökonomisches Problem, wo wir sicher auch neue ökonomische Anreize brauchen. Das heißt, die Pharmaindustrie tut eben wenig aus den genannten Gründen, um weitere Antibiotika zu entwickeln. Also insgesamt ist der Anteil der Firmen, die in die Antibiotika-Entwicklung investieren, tatsächlich zurückgegangen in den letzten Jahren. Okay, jetzt schauen wir uns mal ein paar Zahlen Ihres Instituts an. Und zwar heißt es da, dass 670.000 Menschen in Europa, 54.500 in Deutschland pro Jahr sterben. Stimmt das? Sie sehen es da auch, Todesfälle pro Jahr 33.000 Menschen in Europa, 2.400 Menschen in Deutschland. Genau, und Erkrankungen pro Jahr 670.000 Menschen in Europa, 54.500 Menschen in Deutschland. Und ich hatte vorhin schon die Zahl genannt, 700.000 Menschen weltweit sterben an solchen Keimen. Wie sind diese Zahlen einzuordnen, Herr Wieler? Naja, das sind Zahlen, die beruhen auf sehr seriösen Analysen. Das sind publizierte Daten, die durch bestimmte Review-Verfahren gegangen sind. Das sind sehr realistische Zahlen. Ja. Was aber wichtig ist an den Zahlen, weil das auch manchmal wirklich durcheinander gebracht wird, es gibt ja eine besondere Quelle, wo manche Infektionen ablaufen, das ist das Krankenhaus, die sogenannten nosokomialen Infektionen. Und es wird oft durcheinander gebracht, der Anteil der Menschen, die eine solche Infektion erleiden, wie viele davon dann sterben im Rahmen dieses Infektionsgeschehens und wie viele davon dann sterben an resistenten Erregern. Das muss man immer auseinanderhalten, aber die Zahlen, die Sie nennen, die sind sehr realistisch. Und wenn man dann hört, dass in Deutschland so viele Menschen an resistenten Erregern sterben, dann kann man die Zahl, dass weltweit etwa 700.000 Menschen daran sterben, auch nur als realistisch einschätzen. Wobei die Datenlage natürlich nicht in allen Ländern so gut ist wie in einem deutschen System, wo wir sehr, sehr intensive Daten von Krankenkassen und so haben, Abrechnungsdaten, wo wir das bestimmt besser schätzen können als zum Beispiel in einem zentralafrikanischen Staat. Aber die Zahlen sind sehr realistisch, ja. So, jetzt haben wir also erstmal ein paar Basics geklärt. Es geht gleich weiter mit einem Blick darauf, wie oft Antibiotika in Deutschland tatsächlich verschrieben werden, wann genau das unsinnig ist, ein Teil haben wir schon gehört, was man besser machen kann und wie es dann im Ausland aussieht zum Vergleich. Dann schauen wir auf den Einsatz von Antibiotika in der Landwirtschaft, in der Tiermast und darauf, welchen Einfluss das auf uns Menschen und die Umwelt hat, eben auch global. Ja, mein Kollege Kilian Reichert, da wird er dann mit einem Geflügelerzeuger, einem Landwirt darüber diskutieren, wie speziell bei Geflügel in der Geflügelzucht Antibiotika eingesetzt werden, wie sinnvoll oder verbesserungswürdig das dort ist. Und dann werden wir auch Sie fragen, welche Verantwortung Sie bei sich sehen, was eben jeder Einzelne tun kann. Und am Ende wollen wir natürlich Lösungsansätze bieten, denn wir wollen Sie hier auf keinen Fall deprimiert, frustriert nach Hause gehen lassen, sondern wir wollen ja alle wissen, was wir tun können und eben optimistisch den Raum verlassen. So,
Frau Gastmeier, jetzt erstmal an Sie die Frage. Wir haben schon gehört, Sie sind der Meinung, dass zu oft Antibiotika verschrieben werden. In den Arztpraxen, auch im Krankenhaus. Woran liegt das? Ja, im Gesundheitswesen ist es ja so, dass es einerseits die Antibiotika-Anwendung im Krankenhaus gibt und auch die im ambulanten Bereich. Unter allen Antibiotika im humanmedizinischen Bereich werden ungefähr 10-15% im Krankenhaus verabreicht und ungefähr 85-90% im ambulanten Bereich. In beiden Bereichen kann man was tun im Hinblick auf den geringeren Einsatz von Antibiotika und in beiden Bereichen ist es wahrscheinlich möglich, ungefähr 30% zu reduzieren. In den Krankenhäusern hat sich da in den letzten Jahren noch nicht so viel getan. Da zeigen unsere Daten, dass eigentlich der Antibiotika-Einsatz noch relativ konstant ist. Im ambulanten Bereich ist aber schon einiges passiert. Die letzten Daten aus dem Zentralinstitut der Krankenkassen sagen, dass wir einen Rückgang haben, der von 2010 bis 2018 ungefähr 20% betrifft und das ist schon mal eine ganze Menge. Das heißt also, diese Message, dass man weiser mit Antibiotika umgehen soll, ist inzwischen bei den Ärzten schon angekommen. Ja, aber man sollte ja eigentlich meinen, dass die auch im Krankenhaus wissen, dass sie sich langfristig damit keinen Gefallen tun. Wahrscheinlich ist es aber in manchen Situationen spontan erstmal einfacher. Es ist im Krankenhaus oft komplizierter, weil die Patienten natürlich schwerere Grundkrankheiten haben und da ist das Abwägen einfach schwieriger. Herr Wieler hat es schon gesagt, es ist einerseits natürlich auch das Risiko, dass der Patient vielleicht doch eine schwere Erkrankung hat. Die mikrobiologische Diagnostik ist oft nicht schnell genug und man muss schneller handeln und dass man dann im Zweifelsfall doch schon mal eine Antibiotikatherapie einleitet, die man natürlich dann revidieren muss, wenn man einen Befund bekommt, dass es ein Virus ist oder dass es ein Erreger ist, wo das Antibiotikum gar nicht wirksam ist. Im ambulanten Bereich ist es eben oftmals einfacher, das hat Herr Wieler auch schon dargelegt, weil wir nur diese Entscheidung haben, ist es eine virale oder eine bakterielle Infektion höchstwahrscheinlich und da ist einfach das Einsparungspotenzial einfacher zu erreichen sozusagen. Okay, so, jetzt sind Sie dran. Jetzt wollen wir von Ihnen wissen, was Sie dazu meinen oder was für Erfahrungen Sie vielleicht auch gemacht haben in Praxen oder im Krankenhaus mit Antibiotika und was Sie davon halten. Kilian, ich kann dich gerade nicht sehen, aber du bist irgendwo unterwegs. Ja, versteckt. Links von euch aus gesehen. Aha. Ganz oben. Aha. Ich wollte mich mal so ein bisschen über den Kenntnisstand informieren. Darf ich es du sagen? Ja, ich bin ja ein bisschen älter dann. Duzen wir einfach mal ganz dreist. Würdest du sagen, dass dieses Thema etwas war, was dir vorher schon so bewusst war als Thema, was uns alle irgendwie angeht? Ja, auf jeden Fall. Also ich bin Studentin der molekularen Biomedizin und wir hatten jetzt im letzten Semester halt auch Mikrobiologie als Thema. War aber in dem Bereich auch vorher schon sehr interessiert. Und was ist das, was dieses Thema so wichtig macht, so spannend macht? Naja, es geht uns alle was an, wie wir sehen können und wie wir gehört haben. Und wenn wir davon reden, dass jeder Einzelne eine Verantwortung trägt, sollte auch jeder ein gewisses Grundinteresse haben, um die Problematik ein bisschen zu verringern. Und wo kommt das Interesse bei dir her? Ist das auch so eine berufliche Perspektive oder ist das tatsächlich einfach persönliches Interesse? Beides. Ich studiere Gesundheits- und Sozialmanagement. Aber ich war schon immer biologisch-medizinisch interessiert und klar, dann liest man natürlich auch Nachrichten diesbezüglich. Könntet ihr euch vorstellen, dass es auch so ein bisschen in unser aller Verantwortung ist, einfach das Thema mehr auf die Tagesordnung zu bringen? Ja, ich würde auf jeden Fall sagen ja, weil ich denke, es gibt auf jeden Fall genug Leute, die mit diesem Thema nicht in Kontakt kommen in ihrem Alltag und diese Leute sollten auf jeden Fall besser darüber aufgeklärt werden. Wenn wir jetzt schon, ich will das nicht so sehr vorwegnehmen mit irgendwelchen Lösungsansätzen, aber das wird ja auch Teil irgendwie der Ausbildung oder des Studiums sein. In welchen Bereichen seht ihr denn hier Lösungen? Oder ist das schlichtweg ein Thema, wo man sagen muss, damit müssen wir irgendwie umgehen, weil viele Menschen brauchen auf der einen Seite medizinische Versorgung, brauchen viel zu essen und dann ist das eben so ein blöder Side-Effekt, wie man das heutzutage so schön sagt. Also ich finde halt solche Veranstaltungen wie heute sind schon mal sehr hilfreich. Ich weiß jetzt, wie es in der Lebensmittelwirtschaft ist, weiß ich jetzt selber nicht so genau, da bin ich gleich mal gespannt. Ja. Da sprechen wir gleich mal drüber. Insofern, Cécile, würde ich den Ball zu euch
zurückschieben? Und ja, vielleicht könnt ihr auf dem Podium das ja einmal so bewerten, wie das überhaupt in der Öffentlichkeit wahrgenommen wird, dieses Thema. Ja, was sagen Sie, Herr Berninghausen, wie ist das Wissen in der Bevölkerung, also jetzt bei Nichtmedizinern, bei uns allen, über das Thema Antibiotikum, über das Thema multiresistente Keime, wird das schon ernst genug genommen? Also ich denke, es ist angekommen in der Bevölkerung und trotzdem kann man wahrscheinlich noch enorm viel unternehmen, um das Wissen zu erhöhen und auch besonders in der Allgemeinbevölkerung das Wissen stärken. Denn am Ende sind es nicht nur die Ärzte, die verschreiben, sondern zumindest zum Teil auch die Patienten, die das Antibiotikum verlangen, die Mütter und Väter mit ihren kranken Kindern, die immer noch die Erwartungshaltung haben, dass für gewisse Erkrankungen ein Fieber beim Kind sollte ein Antibiotikum verschrieben werden. Aber ich dachte, gerade bei Kindern wäre der Antibiotikumsverbrauch sozusagen zurückgegangen in den letzten Jahren. Zurückgegangen heißt ja nicht, dass man schon auf dem besten Stand ist. Man bewegt sich in die richtige Richtung und kann sich trotzdem noch weiter in diese richtige Richtung bewegen und weiterhin noch irrationalen Antibiotikaverbrauch verhindern. Mhm. Also ist da Aufklärung ganz wichtig, Frau Böhl? Also Aufklärung ist sicherlich ganz, ganz wichtig. Also ich denke, auch in der Bevölkerung ist es wichtig und natürlich bei den Ärzten auf jeden Fall. Aber jetzt gibt es ja natürlich die Situation, wenn wir bei dem Kind bleiben, jetzt hat ein Kind, ich weiß nicht, keine Ahnung, 40 Grad Fieber, ist ein kleines, zartes Wesen, die Mama oder der Papa denken, oh Gott, jetzt gleitet es mir dahin und dann haben sie die Hoffnung, dass ein Antibiotikum hilft. Wie überzeugt man dann solche Eltern, dass es vielleicht doch nicht der beste Weg ist und dass man ein paar Tage Geduld haben muss und dieses Leid aushalten muss? Ja, ich meine, normalerweise glaubt man ja viel, was der Arzt sagt. Warum sollte man es in dem Fall dann gerade nicht glauben und anzweifeln? Also das finde ich jetzt schon oft erstaunlich, wenn der Arzt sagt, nee, Sie brauchen kein Antibiotikum, dass man darauf beharrt, man braucht aber jetzt eins. Also was mir auch öfters mal so in meinem Freundeskreis begegnet ist, dass Leute sagen, also ich hatte jetzt eine ganz schlimme Erkältung, da brauchte ich sogar ein Antibiotikum. Das ist also immer noch so in den Köpfen drin, dass man kann es ja vielleicht auch schaffen, die Erkältung ohne Antibiotikum durchzustehen, aber wenn es dann so ganz schlimm ist, dann hilft nur ein Antibiotikum. Und das ist einfach irgendwie so eine Sache, die muss man irgendwie aus den Köpfen raus, glaube ich. Aber nehmen Sie nie ein Antibiotikum? Ich glaube ich gar nicht mehr. Ich glaube, eine Blasenentzündung hatte ich mal, da habe ich ein Antibiotikum genommen, aber sonst kann ich mich nicht mehr daran erinnern, weil, nee. Als genommen zu haben. Also ich bin mittlerweile so, dass ich weiß, es gibt die Tests, die man beim Arzt machen kann und ich möchte gerne einen Bluttest haben und wissen, ist es bakteriell oder viral, das kann man mittlerweile machen. Es gibt auch Schnelltests, die leider in Deutschland viel zu wenig verbreitet sind. Da habe ich schon 2013 darüber berichtet und jetzt mittlerweile wird da ganz großer Hype gerade in Hamburg gemacht, dass die also diese Schnelltests einführen, die es aber schon seit 2013 gibt. Also ich weiß gar nicht, es bewegt sich da alles sehr gemächlich. Und ich würde mittlerweile, bevor ich ein Antibiotikum kriege, immer auf einen Bluttest bestehen. Das dauert dann 2 Tage, aber also ich werde in den 2 Tagen ja nicht sterben. Naja, wenn es nur 2 Tage dauert. Also ich kenne das gerade bei Blasenentzündungen und Nebenhöhlenentzündungen. Also da hilft bei mir tatsächlich auch nur ein Antibiotikum. Aber egal, ansonsten bin ich natürlich auch dafür auszuhalten erstmal. Also vielleicht noch ein kleiner Nachgedanke. Ja. Sorry. Ja. Aber ich glaube, das ist gerade das große Problem. Hier ist es nicht wie bei einer Kampagne, wo man die Bevölkerung informieren kann, wie es etwas gemacht werden muss oder nicht. Also zum Beispiel AIDS kann man sagen, Kondome sind generell hilfreich. Ja. Bei Resistenzen ist es schwieriger. Es gibt eben auch Infektionen, wo es dringend notwendig ist, schnell ein Antibiotikum zu geben. Und da wären manchmal 48 Stunden Wartezeit schon viel zu lang. Und deswegen ist es so wichtig, dass wirklich der Arzt das entscheidet und wirklich im Einzelfall entscheidet und sich gut mit dem Patienten dazu austauscht, dass es notwendig ist. Und wenn es notwendig ist, dann muss es auch genommen werden. Und wenn es nicht notwendig ist, braucht es auch nicht genommen werden. Also das ist das große Problem bei den Antibiotika im Vergleich zu anderen Kampagnen, die man so machen kann, um irgendwelche Gesundheitsinformationen zu verbreiten. Da kann ich gleich noch was zu ergänzen, stimmt. Also ich hatte neulich mal, wo ich dringend Antibiotika brauchte und ich fast zu spät genommen war bei einem Katzenbiss. Ja, Katzenbiss. Und da habe ich nämlich die Nacht drüber geschlafen, dachte, ach, gehst du morgen früh mal hin zum Arzt und wird schon nicht, weil in der Notaufnahme war das irgendwie so voll und kam ich nicht dran und dann... Das war also was, wo ich dann auch selbst der Arzt mir gesagt hat, oh, Sie sind so spät und es ist schon so geschwollen und so. Aber wenn man bei Erkältungen spricht, und ich glaube, es ist sogar so, dass gerade in den normalen Praxen ja die meisten Antibiotika bei Erkältungen verschrieben werden. Also jetzt so viel Katzenbisse gibt es ja nicht und Hundebisse. Also da ist doch wirklich viel Handlungsbedarf.
Und ich würde mir wünschen, dass der CRP-Test, dass der eigentlich eingeführt wird, weil die Kassen bezahlen ihn ja. Ich weiß gar nicht, warum die Hausärzte das nicht tun. Das wäre also schon ein Lösungsansatz, den wir am Schluss anbieten. Herr Berninghausen, Sie wollten noch was sagen. Ich denke trotzdem, dass man viel auch durch Aufklärung in der Bevölkerung immer noch bewegen kann. Es ist ja ein Verschreibeverhalten von Ärztinnen und Ärzten im Kontext eines Gesprächs mit Patientinnen und Patienten. Und da entsteht jetzt etwas. Und wenn da die Mutter sagt, aber vielleicht muss man doch gar kein Antibiotikum oder so. Also ich denke, da sind schon so Nachfrage- und Versorgungsdrücke, die hier funktionieren. Es gibt Studien in England, in Osteuropa, in China jetzt, dass man den irrationalen Antibiotikumsverbrauch reduzieren kann durch Aufklärung der Kinder in den Schulen, die das dann wiederum an ihre Eltern weitergeben und dann drückt sich das in einer verbesserten Nachfrage aus. Frau Gassmeier, Sie klären auch Ärzte auf, also auch in den Krankenhäusern gibt es so richtige Teamausbildung, also wo einfach den Ärzten nochmal vermittelt wird, weil Sie haben ja gesagt, in Krankenhäusern ist das noch ein größeres Problem als in den Praxen. Wie machen Sie das genau? Also es ist das sogenannte Antibiotic Stewardship, das ist also der rationale und weise Umgang mit Antibiotika, dass man also wirklich nur dann Antibiotika verabreicht und auch die richtigen Antibiotika, wenn es notwendig ist und nicht, wenn es eben nicht notwendig ist. Und da haben viele größere Krankenhäuser zumindest inzwischen solche Teams gebildet, also Ärzte, die auf diesem Gebiet besonders geschult sind und die dann wirklich von einer Station zur anderen gehen und die übrigen dort tätigen Ärzte beraten. Im ambulanten Bereich ist es natürlich wesentlich schwieriger und da muss man wirklich dann auf die einzelnen Ärzte zugehen. Also wir haben zum Beispiel Fortbildung zu dem Thema angeboten. Wir haben aber auch sogenannte MOOCs hergestellt. Das sind Massive Open Online Courses, also E-Learning, die sehr gut aufgenommen worden sind von den Ärzten, weil das natürlich auch eine Möglichkeit der Fortbildung ist, die man auch abends zu Hause wahrnehmen kann, wenn man eben zum Beispiel nicht so viel Zeit hat. Also wir haben da auch viele tausend Ärzte mit erreicht im ambulanten Bereich, aber trotzdem gibt es viel Verschreiber, die wir eben nicht erreichen konnten mit dieser Maßnahme. Es gibt also immer einige Ärzte, die schwer zu erreichen sind und wo man eben auch nicht so gut herankommt. Frau Bül, Sie haben so ein Team oder mehrere auch begleitet bei Ihren Dreharbeiten für Ihren Film. Was haben Sie für Erfahrungen gemacht? Wie offen sind die? Wie gut funktioniert das? Sind die dankbar? Sie meinen die Ärzte, ob die Ärzte sagen, oh ja, das war ganz schwierig. Also da waren jetzt die Mikrobiologen, die durch die Klinik gegangen sind und haben den Ärzten gesagt, also hier auf die Finger geguckt und haben gesagt, also hier, da sind Antibiotika, da hast du jetzt falsch aufgeschrieben, das ist zu viel, da kannst du doch einsparen. Oder das Antibiotikum, das braucht der gar nicht unbedingt. Also da haben die sehr große Schwierigkeiten in den Kliniken gehabt mit den Ärzten, weil die ja sozusagen den Ärzten auf die Finger geguckt haben, ihren eigenen Kollegen. Und ich glaube, das ist auch so der Punkt, deswegen setzt sich das auch so schwer durch, weil erstmal gibt es zu wenig Mikrobiologen in Deutschland, an den Kliniken sowieso und auch mit der Ausbildung sind es zu wenig. Also da ist ja zum Beispiel Holland, die haben viel mehr, da hat eine große Klinik, da arbeiten 24 Mikrobiologen, die setzen sich jeden Morgen zusammen, also das war auch in einem meiner Filme, und besprechen darüber, wo werden Antibiotika eingespart, was können wir machen. Wir haben also genauso so eine Besprechungsrunde wie die Ärzte oder die Chirurgen hier in Deutschland in den Kliniken. Also da kann man noch ganz, ganz viel machen, aber ich glaube, es ist für die Kliniken auch schwierig oder für die Mitarbeiter war das auch schwierig. Die haben gesagt, die brauchten erst mal ein halbes Jahr, bis sie da gehört wurden. Und dann haben die aber fast 50% der Antibiotika einsparen können. Also enorme Mengen. Das ist enorm. Also das war wirklich, und damit haben sie eine ganze Stelle finanziert, muss man auch dazu sagen. Bleiben wir beim Tatort Krankenhaus. Herr Wieler, also meine Mutter, die liegt gerade im Krankenhaus und ich merke, dass seitdem ich mich mit dem Thema beschäftige, mir doppelt und dreifach die Hände mit Desinfektionsmitteln einschmiere. Wie hoch ist die Gefahr, natürlich vor allem für die Patienten, aber auch für die Besucher, sich in einem Krankenhaus mit multiresistenten Keimen anzustecken? Also es gibt dazu für Deutschland sehr, sehr klare Zahlen. Deutschland hat die Besonderheit, dass es die meisten Krankenhausbetten pro Kopfbevölkerung in ganz Europa gibt. Das heißt also, wir haben sehr viele Krankenhäuser und auch sehr viele Krankenhausbetten. Und in Deutschland gehen im Jahr rund 20 Millionen Patienten auch ins Krankenhaus. Das heißt also, es gibt sehr viele Patienten in Krankenhäusern. Es gibt auch sehr viele überzeugende Daten, die ganz klar sagen, dass es eigentlich teilweise eine Überversorgung ist, also dass gar nicht so viele Menschen in die Krankenhäuser gehen müssten. Dadurch haben wir in Deutschland pro Kopf der Bevölkerung eine höhere Rate von Ansteckung im Krankenhaus als im Durchschnitt aller anderen europäischen Länder. Pro Kopf Bevölkerung, das liegt halt daran,
dass einfach sehr viele Menschen in Deutschland ins Krankenhaus gehen. Pro Kopf Patient im Krankenhaus sind wir unter dem Durchschnitt. Ja? Also einfach, man kann das so banal sagen, es gehen zu viele Deutsche ins Krankenhaus. So, und wenn wir die Zahlen haben, wir wissen, dass rund 400.000 bis 600.000 Menschen sich jedes Jahr in Deutschland im Krankenhaus anstecken. Aber darunter sind natürlich nicht alles Multiresistente, aber ein Teil davon sind Multiresistente. Dann muss man einfach sagen, dass das Krankenhaus natürlich ein Ort ist, wo die Chance ist, dass man sich ansteckt, groß ist. Das liegt natürlich auch daran, dass im Krankenhaus auch Menschen sind, die wir als eine vulnerable Population betrachten. Das sind also oft ja auch multimorbide Menschen, ältere Menschen, die mehrere Krankheiten haben. Und es sind eben kranke Menschen. Das heißt also, die Übertragung im Krankenhaus spielt eine große Rolle. Man muss Hygiene im Krankenhaus einfach sehr intensiv pflegen. Da gibt es ja auch bestimmte Programme, da wird auch viel in die Weiterbildung gesteckt. Da gibt es große Programme von der Bundesregierung. Frau Gastmeier ist jemand, der diese Programme mitgestaltet. Das ist ein ganz wichtiger Aspekt, Hygiene. Und ich freue mich, wenn Sie regelmäßig sich die Hände dort auch desinfizieren. Und das sollten natürlich alle machen. Und vor allem natürlich die Kranken, also das Personal, das Fachpersonal. Dazu gehören Ärzte, Krankenschwester und auch Reinigungspersonal. Ist aber ganz klar. Das habe ich auch bei der Beschäftigung mit diesem Thema gelernt, dass man das nur dort macht und bloß nicht zu Hause. Naja, also im normalen Alltag macht es eigentlich keinen Sinn, sich zu desinfizieren, es sei denn, man ist krank und möchte einen anderen unter einem bestimmten Aspekt nicht anstecken oder so. Normales Händewaschen reicht dort sicher, denn Desinfektionsmittel haben natürlich auch ihre zwei Seiten. Es gibt sogar Resistenzen gegen Desinfektionsmittel, aber vor allen Dingen, es ist einfach unsinnig, zu Hause mit Desinfektionsmitteln in einem normalen Leben, Alltag, sich zu desinfizieren. Es gibt keine Studie, die belegt, dass das irgendeinen Effekt hat auf die Weiterverbreitung von Krankheiten. Wir brauchen ja auch die Bakterien, die wir haben. Exakt. In Ihrem Film, das Thema kommt eigentlich später, aber im Zusammenhang mit Kochen und mit der Verarbeitung von zum Beispiel Hühnerbrust kommt dann eben vor, dass man bloß nicht in der Küche weil Sie dann fragen in Ihrem Film, ob man Desinfektionstüchlein benutzen soll. Und da sagt der Experte, nein, auf gar keinen Fall, weil damit befördern Sie eher das Gegenteil. Gut, das am Rande, aber ich muss noch mal nachfragen. Sie sagen, dass die Krankenhäuser in Deutschland so voll sind. Ich meine, das klingt ja geradezu so, als ob wir so wahnsinnig gerne ins Krankenhaus gehen. Also das glaube ich jetzt mal nicht. Woran liegt das denn? Liegt es mehr bei den Ärzten, die sagen, oh, sie müssen jetzt aber ganz dringend operiert werden? Ich weiß, das ist zum Beispiel eines der Probleme. Das heißt, in Deutschland wird viel zu oft operiert. Oder woran liegt es? Naja. Also es gibt ja eine Reihe von Gutachten in den letzten Jahren und eine Reihe von Studien. Letztens war jetzt in der Bertelsmann Stiftung eine große Studie. Es gibt von der Nationalakademie der Wissenschaften, der Leopoldina eine Studie. Es ist eigentlich Konsens, dass wir in Deutschland sehr viele Krankenhäuser haben und sehr viele Krankenhausbetten und dass die eigentlich zu viele sind. Die bräuchten wir nicht, wenn wir das auf die ganze Bevölkerung berechnen. Das heißt also, es gibt auch bestimmte Incentives, dass man dann auch in ein Krankenhaus geht. Es gibt auch Überversorgung, es gibt ja Zahlen. Es gibt in bestimmten Bereichen, in Deutschland gibt es bestimmte Operationen, die werden in einer Häufigkeit durchgeführt wie in keinem anderen Land. Also es ist tatsächlich so, dass es eine Menge von Experten ganz klar der Ansicht sind, dass wir nicht so viele Patienten in Krankenhäusern haben müssten. Ja. Herr Berlinghausen, wir öffnen das Ganze jetzt mal in Richtung Welt, also ins Globale. Wie steht denn Deutschland, was jetzt den Gebrauch von Antibiotika betrifft und auch multiresistente Keime international da? Also was ganz klar ist, dass die hochentwickelten Länder inklusive Deutschland deutlich geringere Raten haben an Resistenzen als die ärmsten Länder auf der Welt. Und da stecken tiefe strukturelle Gründe der Ungleichheit dahinter. Natürlich ist der Infektionsdruck in den ärmsten Ländern auf der Welt sehr viel höher. Die Diagnostik ist sehr viel unpräziser. Herr Wieler hat das so selbstverständlich gesagt. Der Arzt verschreibt das Antibiotikum. Wir haben in Deutschland pro 1000 Menschen 4 Ärzte. Äthiopien hat pro 1000 Menschen 0,04 Ärzte. Das heißt, es wird dort ein kranker Mensch, der möglicherweise jetzt also ein Antibiotikum braucht und das auch gerne hätte und das verlangt, wird jetzt kein Arzt als Behandler bekommen. Und hat, wenn er oder sie Glück hat, in der Primärversorgung eine Krankenschwester, die sehr viel weniger ausgebildet ist und deshalb weniger präzise die Diagnostik macht. Die ganze Diagnose der Blutkultur ist sehr unwahrscheinlich. Also die ganz präzise Diagnose wird gar nicht stattfinden. Da wird empirisch behandelt. Und da hängt natürlich das Behandeln, das Können der Behandlung auch sehr von dem Wissensstand ab. Und dann in Afrika natürlich. Wir sehen es gerade auf der Karte. Hauptversorgung, genau. Also besonders
sowas auch mal in Westafrika. Also die Hauptversorgung ist quasi die private über Einkaufen von Antibiotika auf Straßenmärkten. Also man kommt sehr leicht an Antibiotika ran in einer unkontrollierten Situation. Man kann jetzt selbst im reichen Südafrika, in KwaZulu-Natal, in einer Stadt, in der ich vor einigen Wochen war, kann man auf Straßenmärkten kleine Blisterpacks kaufen. Da steht dann Doxycyclin drauf oder so. Mhm. Und der Mensch, der das verkauft, erzählt einem natürlich auch, was damit bewirkt werden kann. Man weiß dann, das kommt dann obendrauf noch hinzu, gar nicht, was da drinne steckt. 1 von 10 Medikamenten, schätzt man, in Afrika südlich der Sahara ist ein gefälschtes Medikament. Also auch was dann in den offiziellen Wegen über die Pharmacies verkauft wird, ist nicht unbedingt das, was auf der Packung draufsteht. Aber werden dennoch mehr Antibiotika dort genommen und demnach auch mehr Resistenzen erzeugt? Ja, wenn man also keinen Arzt hat, der jetzt hier genau diagnostiziert und einem auch sagen kann, dass man kein Antibiotikum braucht. Das Antibiotikum, es gibt sehr viele Antibiotika, die enorm billig sind. Mhm. Und die kann man jetzt auf Straßenmärkten kaufen. Und jetzt sucht die Mutter für das kranke Kind nach einer Behandlung und hat eben keinen Arzt, der diese Behandlung mit medizinisch evidenzbasierter Medizin durchführt, sondern hilft sich selber und gerät dann hier zu einer Behandlung, die möglicherweise ein Antibiotikum beinhaltet, das aber völlig falsch ist und auch völlig falsch dosiert wird, natürlich, weil sie das ja auch nicht weiß. Wenn ich noch ergänzen kann, in den sogenannten BRICS-Ländern, diese großen Länder, Brasilien, Russland, Südafrika, Indien, China, ist es ja so auch, dass das Bruttosozialprodukt deutlich angestiegen ist in den letzten Jahren. Und insofern ist es gut, dass die Bevölkerung inzwischen sich Antibiotika leisten kann, was sie vorher sich nicht leisten können. Aber es hat natürlich diesen wesentlichen Zeiteffekt, dass es die Antibiotika frei verfügbar gibt. Und natürlich spricht sich in diesen Ländern auch rum, dass die Schmalspektrum-Antibiotika nicht mehr wirken. Und wenn die Bevölkerung dann frei Antibiotika kauft, dann kaufen sie auch gleich Breitspektrum-Antibiotika. Ja. Und inwiefern spielt es dann eine Rolle, dass also wir reisen alle wahnsinnig gerne, möglichst weit weg. Und jetzt gibt es da zum Beispiel eben in Afrika und Südamerika und in anderen Ländern viele multiresistente Keime, die wir im Zweifel damit hier hinschleppen. Wie groß ist die Gefahr? Die ist sehr groß. Also wenn Sie zum Beispiel in Indien nicht besonders gut untergebracht sind, also nicht in einem 4- oder 5-Sterne-Hotel, dann haben Sie eine relativ hohe Wahrscheinlichkeit, dass Sie sich diesen gramnegativen Erreger, der im Vorspann genannt worden ist, diesen ESBL als Andenken mit nach Hause bringen. Der wird nicht ewig lang in Ihrem Darm persistieren, vielleicht 2, 3 Monate, dann wird er wahrscheinlich wieder verschwinden, aber er kann für gewisse Zeit dann vorhanden sein. So, und jetzt wandern wir von unseren Kliniken, von den Arztpraxen und Pharmaunternehmen in die Schweine-, Kuh- und Hühnerställe, also dorthin, wo die Tiere mit Antibiotikum versorgt werden. Bekanntlich werden auch dort zu viele Antibiotika verabreicht, sogar die meisten weltweit, 3/4 aller Antibiotika, nämlich genau dort. Mit Folgen natürlich auch für uns, für die Fleisch-, Milch-, Eierkonsumenten. Jetzt sehen wir erstmal einen weiteren Ausschnitt aus Ihrem Film, Antje Böhl. Da geht es in den Hühnerstall und um eine spezielle Methode, wie man dort Keime feststellen kann. Seit einigen Jahren laufen bundesweit Untersuchungen, um herauszufinden, wie weit die resistenten Keime bereits verbreitet sind und wie sie sich übertragen. Dafür macht der Tester eine Sockenprobe. Er läuft durch den gesamten Stall und sammelt Kot unter den Schuhen. Auch einzelne Hühner werden untersucht und die Abluft gemessen. Schließlich werden die Socken eingetütet und kommen ins Labor zusammen mit einer Handvoll Streuprobe. Über 2000 Proben aus Mastbetrieben in ganz Deutschland werden an der Freien Universität Berlin am Institut für Tier- und Umwelthygiene untersucht. Hier landen auch die Sockenproben und Streuproben aus dem niedersächsischen Stall zur Bestimmung im Labor. Überprüft werden die Kotproben auf den resistenten Darmkeim ESBL, der für die Ärzte in den Krankenhäusern besonders schwer zu bekämpfen ist. Die Socke wird in Nährlösung eingeweicht, um die Bakterien nachzuweisen. Leiter der Untersuchungen ist der Mikrobiologe und Tierarzt Uwe Rösler. Auch er war unterwegs und sammelte Kotproben aus den Ställen.
Die Ergebnisse aus den Hühnerbetrieben haben ihn und sein Team überrascht. Wir haben in allen untersuchten Beständen, Masthähnchenbeständen, diese Keime nachweisen können, die allerdings zu unterschiedlichen Bakterienarten gehören. Aber als Resistenzeigenschaft ESBL waren alle untersuchten Betriebe positiv. Ja. Dass die Kotproben positiv sind, heißt zwar noch nicht, dass jedes einzelne Hühnchen den Keim hat, aber zumindest ist der Keim in allen untersuchten Betrieben zu finden. Klar ist auch, dass ebenso wie bei den Menschen die Resistenzen steigen, je mehr Antibiotika gegeben werden. Ja, und jetzt bitte ich Sie erstmal um einen recht herzlichen Applaus für Stefan Tepka. Er ist heute hier. In zugegeben einer nicht ganz einfachen Rolle. Wir haben es eben schon gehört, er ist Landwirt und der Vorstand des Bundesverbandes bäuerlicher Hähnchenerzeuger. Sie haben bei mir in der Vorbereitung so etwas ausgelöst, dass ich auf der einen Seite sage, ja, jetzt, da stimmt doch was nicht. Und auf der anderen Seite sind Sie aber tatsächlich so etwas wie ein Vorzeigelandwirt. Man kann bei Ihnen 24 Stunden am Tag in die Ställe reinschauen, der Mast. Und nur um das ganz kurz mal fallen zu lassen, Sie haben um die 400.000 Hähnchen. Also das ist kein kleiner Betrieb. Auf der anderen Seite ist bei mir auch so als Landei immer so ein bisschen zu viel Wirtschaft in der Landwirtschaft und zu wenig Land. Wie sehen Sie das? Wir haben jetzt eben diesen Film gesehen. Holen wir uns quasi mit der Hähnchenbrust direkt die resistenten Keime in die Küche? Also ja, wie gesagt, herzlichen Dank auch für die Einführung. Und ich kenne Professor Rösler, weil wir nämlich jetzt gerade ein Projekt mit ihm abgeschlossen haben, in dem es einfach auch um die Reduzierung von resistenten Keimen geht und wo man einfach gesagt hat, okay, wir wollen entlang der gesamten Wertschöpfungskette gucken, wie können wir Antibiotika reduzieren, aber nicht nur Antibiotika reduzieren, das was jetzt hier gerade im Humanbereich diskutiert wurde, sondern einfach auch gucken, wie können wir auch die Anzahl an resistenten Keimen weiter reduzieren, weil auch das kam schön in einem Einspieler, dass man resistent oder in diesem Fall ESBL-Bildner finden kann. Aber die große Frage ist ja, die sind da, wie reduzieren wir sie? Und dass wir uns einfach mit der Frage beschäftigt haben, wo und in welchem Umfang haben sie Einfluss auf die Menschen, letzten Endes auf meine Kunden, dann sind wir dann wieder bei Wirtschaft. Und was können wir tun oder auch gewährleisten, damit es zu keinem Problem kommt. Und da haben wir auch mit Professor Rösler unter anderem eigentlich ganz interessante Ergebnisse herausgefunden. Nichtsdestotrotz ist es so, dass gerade in der Geflügelwirtschaft es ja auch von prominenter Stelle noch so ein bisschen Druck gibt, um nicht zu sagen Kritik, weil eigentlich sind sie angehalten, die Antibiotikagaben deutlich zu reduzieren. Das wurde bei der Schweinemast beispielsweise geschafft um 30%. Bei den Hähnchenerzeugern hängt man da relativ deutlich hinterher mit 1-3 oder 4%, also eher minimale Reduktion. Woran liegt das? Sie spielen auf eine Zahl an. Ich sage mal, das hat A, was mit der Datenerhebung zu tun. Also es sind die staatlichen Zahlen, die Sie jetzt nennen. Ich will mit Sicherheit nicht sagen, dass die staatlichen Zahlen falsch sind, sondern man ist in der Geflügelhaltung eigentlich schon, bevor der Staat genau hingeguckt hat, ist die Geflügelwirtschaft schon angefangen, hat sich eigene Ziele gesteckt und man hat sich selber committed, den Antibiotika-Einsatz deutlich zu reduzieren. Und das, was wir auch hier im Humanbereich gerade schon gehört haben, ist natürlich im ersten Moment der Erfolg relativ schnell da. So, dass wir eigentlich, bevor der Staat gemonitort hat, haben wir selber was gemacht. Da war die Reduktion innerhalb von 2 Jahren im hohen Prozentbereich, während man dann natürlich auf ein Niveau runterkommt, wo es dann einfach schwieriger wird zu reduzieren. Und lassen Sie mich das vielleicht noch eben sagen, weil das ist einfach der Aktualität geschuldet. Genau morgen sitzen wir im Ministerium in Berlin. Ich selber bin ich da, aber ich sag mal, der Verband oder die Wirtschaft so gesehen, weil wir einfach auch vorschlagen, aus gewissen Antibiotika-Gruppen auch mit einem definierten Zeitplan auszusteigen, auch auf Null auszulaufen, aber ganz klar auch verbunden. Und ich meine, das wird hier nachher auch vielleicht ja nach einer Forderung gefragt, auch nach einer Forderung nach Forschung. Ne? Und wir sind hier, und ich glaube, das ist viel wesentlicher, dass wir nicht einfach aufhören und sagen, wir müssen was verbieten, sondern wir brauchen halt auch Lösungen. Und da dürfen wir uns, glaube ich, auch nicht verwehren. Und da müssen wir halt auch offen sein für neue Lösungen. Und da gibt es viele, viele Wege links und rechts von Antibiotika, die aber halt auch erst noch erforscht oder auch in die
Praxis gebracht werden müssen. Also Sie schieben das eher so auf eine statistische Problematik? Nein, überhaupt nicht. Ich schiebe das nicht weg, sondern ich sage nur, die Zahl, die Sie da haben, ist natürlich, ich sag mal, ein gewisser definierter Zeitraum von 3 Jahren. Und man hat davor schon angefangen und ist schon sehr weit runtergekommen. Das müssten Sie wahrscheinlich dann morgen nochmal Frau Klöckner sagen, weil die spricht da von einer nicht zu akzeptierenden Situation. Das macht sie immer auch, um Druck aufzubauen, aber wir werden morgen halt den Ausstieg. Hey, ist ja, ich meine, da wird verhandelt, ne? Und letzten Endes sagt sie, das akzeptiere ich so nicht. Und sie will halt den Ausstieg und den kriegt sie auch. Lassen Sie uns noch über etwas sprechen, was Sie eben erwähnt haben, nämlich bestimmte Antibiotika-Gruppen, die Sie vermeiden wollen. Was ich in der Vorbereitung gelesen habe, ist, dass sehr viele Reserveantibiotika gegeben werden. Also ganz besondere Arten der Antibiotika, teilweise auch ältere Wirkstoffe, die eben eigentlich für den Menschen zurückgehalten werden sollten. Woran liegt das? Ich sag mal ganz speziell beim Cholestin kann man es halt auch sagen. Also das ist das, was glaube ich auch vielen bekannt ist oder so. Da muss man natürlich auch gucken, wann ist es zum Reserveantibiotika erklärt worden. Und das ist erst in 2017 auf mal von der Liste von, ich sag mal, den Antibiotika, die wir, ich sag mal, wenn dann einsetzen durften, auf die Liste gesetzt worden zu den Critical Antibiotics. Und da muss man einfach sagen, okay, wenn ich das ändere, ich sage mal die Datengrundlage, wir müssen auch eine gewisse Reaktionszeit haben. Die Daten, die ja jetzt auch diskutiert werden, sind ja auch keine 19er-Zahlen, das sind 16er, 17er, 18er-Zahlen. Das ist korrekt. Die Zahlen, ja, alle, also wir kommen da auch auf einen grünen Zweig, weil was mich jetzt wirklich interessieren würde, wir haben das eben gesehen, eine Testperson läuft mit diesen Sicherheitsüberziehern durch den Stall. Das heißt, eigentlich sind Sie ja in einer extrem hohen Risikosituation als Landwirt. Sie haben selber viele Kinder, Ihre Frau, Ihre Angestellten, alle kommen damit in Kontakt. Wie sehen Sie das? Weil dieses Risiko ist ja nicht von der Hand zu weisen. Ich meine, in den Niederlanden beispielsweise werden Menschen in ihrer Situation gesondert behandelt, also fast schon wie in Quarantäne. Genau. Mit Sicherheit ist das was uns bewusst ist. Und ich sag mal, persönlich bin ich da besonders vom Betroffenen. Ich sag mal, vor 4 Jahren hatte unsere zweite Tochter einen Hirntumor. Und dann kann sich jeder vorstellen, meine Frau war gerade schwanger. Also musste ich mit ihr ins Krankenhaus, sind da auch lange gewesen. Und auch sie ist ja natürlich getestet worden dann, ganz normal im Verlauf. Und oh, siehe da, sie war, also wir haben multiresistente oder resistente Keime gefunden. Und wir waren da auch in der Diskussion, auch mit dem Klinikpersonal. Wo kommt das denn her? Oh ja, Landwirtschaft, ne? Seid ihr ja selber schuld, so ungefähr, jetzt ein bisschen übertrieben gesagt, bis man, und ich meine, das würde mich hier nachher auch interessieren, wie hoch ist der Ursprung resistenter Keime, wo kommen sie her? Also man kann unterscheiden in human assoziiert und landwirtschaftlich assoziiert, und was ich hier mit Sicherheit nicht machen will, ist irgendwo mit dem Finger hinzeigen, ne? Also wir haben unsere Verantwortung und ich glaube, wir sind genauso Bürger, wir Landwirte, und ich habe selber auch ein Interesse, mindestens 90 zu werden. Von daher würde ich mich doch dem Risiko nicht aussetzen. Also ich könnte ja auch was anderes machen, da mache ich halt nur Ackerbau vielleicht oder so, wenn das jetzt ein nicht tragbares Risiko wäre. Ne? Und von daher glaube ich, sind wir in vielen Bereichen ja auch, und das ist ja das Spannende, also wo sind wir besser, wo sind wir dran? Und wir machen heute viel, A, um zu reduzieren, aber B, auch was hier auch gefordert wurde, Antibiogramme sind, ich sag mal, verpflichtend bei uns. Also bevor überhaupt was eingesetzt wird, beziehungsweise selbst wenn wir gar nichts einsetzen, machen wir standardmäßig ein Antibiogramm. Einfach vorne, für den Fall, wenn was ist, dass wir schon mal ein bisschen genauer behandeln können, wenn wir müssen. Und trotzdem, wenn dann die Behandlung kommt, weil in der Zeit kann sich auch was geändert haben, machen wir nochmal ein neues. Also das, was hier im Humanbereich manchmal auch gefordert wird, ist bei uns schon Standard. Also da sind wir schon gleich bei den Maßnahmen, die diskutiert werden. Wir geben gleich an das Podium zurück. Ja. Eine abschließende Frage. Erlauben Sie mir dann vielleicht noch einmal diesen Exkurs. Vielleicht liegt ja die Lösung doch darin, dass wir die Herden wieder so ein bisschen kleiner machen, auch wenn dann die Wirtschaft kleiner wird und der Landaspekt vielleicht wieder ein bisschen größer. Das wissen Sie nicht, aber wir alle gehen nachher noch was essen. Und es gab heute zur Auswahl, ich glaube, Fisch, vegetarisch und Poladenbrust. Was haben Sie genommen? Ich habe nur Polade gesehen. Sie haben nur die Polade gesehen? Ja, also ich bin natürlich fokussiert und ich weiß halt auch, was am Produkt, ich sag mal, untersucht wird. Von da. Gut, ich habe Fisch genommen, aber trotzdem, wir lassen es uns schmecken. Vielen Dank schon mal, Sie bekommen nochmal einen Applaus. Und Cecile, Herr Tipp, da würde ich jetzt gerne in deine Runde übergeben. Dankeschön.
Ja, und da wir hier ja auch einen Veterinärmediziner unter uns sitzen haben, Herr Wieler, gebe ich mal gleich die Frage weiter. Also, wie sehr kommen die Keime von der Tiermast, wie sehr von der Humanmedizin? Wie ist das verteilt? Was würden Sie da sagen? Also, zunächst mal hat jeder dieser Bereich seine eigenen Herausforderungen. Manche sprechen auch von Problemen. Und zunächst mal hat jeder dieser Bereiche dafür zu sorgen, dass er das, was ich am Anfang erwähnt hatte, dass er eben mit diesen Antibiotika in hohem Maße verantwortungsbewusst umgeht. Dafür braucht es auch neue Modelle, es braucht Forschung, es braucht natürlich Änderung von alten Businessmodellen. Das ist überall so in der Welt. Aber trotzdem müssen wir uns mehr Sorgen machen um die Humanmedizin oder um die Tiermast? Wo sind also die es gibt Zahlen aus Deutschland, die sind auch schon ein paar Jahre alt, aber die sind relativ überzeugend, denke ich. Wenn man also jetzt in die Humanmedizin geht und schaut über ESBL zum Beispiel, wie viel Prozent der beim Menschen nachgewiesenen Infektionserreger, dann findet man vielleicht 10%, 10 in der Ecke, 5 bis 15%, die man damit zusammen in einen Ursprung bringen kann von der Herkunft vom Tier. Das hieße dann andersrum, dass es eben 85%, 95%, 90% sind, die aus der Humanmedizin selber kommen. Und das heißt also, die Mehrheit der resistenten Erreger, die wir in unserem Land bei Infektionskrankheiten haben, sind in der Humanmedizin herkünftig. Das ist zweifelsfrei so. So, und jetzt eine ganz wesentliche Frage, wie sehr beeinflusst, also wenn wir wissen, diese Keime kommen daher, wie sehr holen wir uns dann das mit der Hühnerbrust selber in die Küche, auf den Tisch, in unseren Körper? Frau Gastmeier. Ja, aber ich möchte das nochmal unterstützen, was Herr Wieler eben gesagt hat. Also es gibt ja inzwischen Sequenzierungsuntersuchungen und früher haben wir gedacht, ESBL ist gleich ESBL und das ist eben nicht, sondern das sind unterschiedliche Stämme und das sind eben Stämme, die nur bei Tieren sind und bestimmte Stämme, die nur bei Menschen sind und nur wenige, die sozusagen in beiden Gruppen eine Rolle spielen. Also deswegen möchte ich auch nochmal unterstreichen, dass sozusagen jeder vor seiner Tür kehren muss. In der Landwirtschaft muss versucht werden, das Problem noch mehr zu adressieren und zu lösen und aber im humanmedizinischen Bereich auch. Es macht keinen Sinn, die Schuld sozusagen einander zuzuschieben. Ich möchte das auch nochmal ganz klar betonen, weil das ist ja lange Zeit auch geschehen und das ist ja auch sehr menschlich, das ist in allen Gesellschaften so. Es gibt immer Gruppierungen, die man für etwas verantwortlich macht. Da gibt es zwei Probleme. Das eine ist, es muss halt bewiesen werden, dass es so ist, aber das Hauptproblem eigentlich ist, dass man natürlich in dem Moment, wo man irgendwo anders ein Problem sieht, bei sich selber keine Problemlösung erarbeitet. Ja? Das heißt also, diese Diskussion ist auch nicht hilfreich. Wir alle müssen in den Bereichen, in denen wir mit Antibiotika arbeiten, so sorgfältig wie möglich damit umgehen. Ja? Das ist wichtig. Und das andere ist, wie die dann übertragen werden im Ausland über dieses Medium oder wie auch immer. Das ist eine zweite Stufe. Aber entscheidend ist, wir produzieren resistente Erreger und reichern sie an durch die Gabe von Antibiotika. Ob das in der Landwirtschaft ist, in der Medizin, im Ackerbau, wo auch immer. Das heißt, wir müssen einfach dafür Sorge tragen, dass Antibiotika so wenig wie möglich mit Bakterien in Berührung kommen, wir müssen sie nur gezielt einsetzen. Das okay, ist das müssen wir alles machen, aber Frau Böhl, Sie haben recherchiert im Hühnerstall zum Beispiel, Sie waren dort mit Ihrem Kamerateam und haben dann eben zu Hause auch verschiedene Hühnchen, Brüste aus verschiedenen Supermärkten und so weiter getestet. Also wie sehr oder wie berechtigt ist die Angst, dass wir uns eben mit dem Verzehr zum Beispiel von Hühnerbrust diese ganzen Keime ins Haus holen und in den Körper? Ich wollte jetzt einmal ganz kurz noch was sagen. Den Film, den ich gemacht habe, meine ersten Recherchen, sagen wir mal so, die ersten Recherchen, die sind 2013 gewesen. Und schon damals hieß es, wir müssen unbedingt reduzieren, wir müssen unbedingt sorgsam umgehen mit den Antibiotika. Und ich habe also den Eindruck, dass so viel wirklich nicht passiert ist. Also es ist sicherlich was passiert hier und da, aber wirklich nicht bahnbrechend, dass man sagt, wow, jetzt ist mehr in der Forschung getan, jetzt ist mehr in der Landwirtschaft getan, jetzt haben wir wirklich mehr Antibiotika, die uns wieder zur Verfügung stehen. Also das muss ich wirklich sagen, das hat mich schockiert, dass wirklich in diesen ganzen Jahren viele Absichtserklärungen waren und wenig passiert ist. Aber jetzt komme ich noch mal gerne auf die Hühnchen zurück. Also ich habe da ja selbst auch gelernt, dass wenn man ein Hühnchen brät in der Pfanne, normalerweise die Bakterien schnell sterben und man dann also mit so einem gebratenes Hühnchen, wenn es dann also mehr als 5 Minuten, glaube ich, ist das, ne? Das wissen Sie wahrscheinlich, das brät, dass dann also die Bakterien, egal ob es resistente oder andere sind,
abgestorben sind. Aber man hat natürlich ein Brettchen, auf dem man schneidet. Ja. Man hat ein Messer, mit dem man schneidet. Man hat vielleicht dann das Brettchen, dann hat man das Messer nicht richtig abgewaschen, schneidet damit den Salat. Man wäscht sich zwischendurch vielleicht nicht so richtig die Finger. Und so, was so früher unsere Großeltern immer noch ganz klar getrennt haben, das macht man nicht mehr in der Küche so unbedingt. Und damit kann man also sich dann zum Beispiel den resistenten Keim, der ja leider im Hühnchen sehr viel ist, in den Salat holen. Und da sind dann also die Gefahren. Und also bei mir in der Küche gibt es ein rotes Brettchen. Wenn ich dann mal Fleisch esse, was ich kaum mehr tue, dann wird also das rote Brettchen dann rausgeholt. Und sauber gemacht, ganz doll hinterher. Ja, hinterher dann. Ja, also von daher auch sehr gut, wie Sie das beschreiben. Also so soll es ja eigentlich auch sein. Und das ist das, wo wir dann auch, glaube ich, wieder dahin kommen, wo hat jeder seine eigene Verantwortlichkeit. Und das gilt ja auch gar nicht nur für Hühnchen, sondern das gilt ja für viele Bereiche. Und es gilt auch nicht nur für resistente Keime. Wir können an Salmonellen denken, die wir auch bei... Also Nahrungsmittel sind so gesehen, wenn man da anknüpft, sind alle Nahrungsmittel ein Stück weit gefährlich. Und Küchenhygiene als Gesamtheit, ich sag mal, wie gehe ich mit dem Küchentuch um, wie lange lasse ich das irgendwo liegen? Hier und da kommt auch, zumindest bei mir im ländlichen Raum, auch nochmal eine Fliege daher geflogen. Also all diese Punkte, Hygiene, persönliche Hygiene, spielt auch eine große Rolle. Und ich glaube, das gilt im Krankenhaus, das gilt in der Küche. Und da sehen wir halt, dass das auch wieder ganz neu gelernt werden muss und da halt auch selber in diese Verantwortung reinzugehen. Also wir haben hier eben eingangs auch gehört, also man soll sich eine Veranstaltung wie heute Abend anhören, um sich eine Meinung zu bilden. Aber ich halte es für genauso wesentlich, auch wieder bei den Basics anzuknüpfen und da die Leute mitzunehmen. Ja, okay, ich würde mich aber freuen, wenn überhaupt gar keine resistenten Keime im Hühnchen wären. Ja, ganz klar. Das ist auch mit Sicherheit ja unser Ansatz. Und das ist ja das, ich meine, was wir auch eben mit der großen Karte gesehen haben. Ich würde mich auch freuen, wenn im Urlaub in Indien oder so auch keine Keime im Hotel sind und trotzdem sind da welche. Und wir müssen schon gucken, ich sag mal, woher kommt's. Und ich sag mal, ich glaube, und das ist zumindest meine Message, für mich gesehen habe ich die Herausforderung gesehen und ich bin mir der Verantwortung bewusst, die ich trage in diesem großen Puzzle und von daher, das erwarte ich von allen anderen und ich glaube, dann sind wir alle auch auf dem richtigen Weg. Ich möchte Ihnen gerne noch ein bisschen widersprechen. Also es hat sich schon was getan, gerade in der Landwirtschaft, was den Antibiotikaverbrauch betrifft. Da sind mehr als 50% der Verbräuche reduziert worden. Und ich hatte vorhin gesagt, wie das in der Humanmedizin ist. Also da ist die Reduktion lange nicht so stark. Also da ist schon eine ganze Menge passiert. Von 1800 auf 700 Tonnen. Ja, klar, die Ausgangsbasis war sehr hoch, aber relativ haben wir da den größten Rückgang eigentlich zu verzeichnen. Wo wir aber gar keinen Unterschied haben, ist das Wissen der Allgemeinbevölkerung. Also wir hatten die Möglichkeit, ein Projekt durchzuführen, rationale Antibiotika-Anwendung durch bessere Information und Kommunikation, haben in der Bevölkerung gefragt, was wissen Sie über Antibiotika und zum Beispiel, wie ist Ihre Küchenhygiene, solche Sachen. Und das haben wir 2015 gemacht und haben das 2018 nochmal wiederholt und haben überhaupt gar keine Verbesserung festgestellt, obwohl das Thema ja so in aller Munde ist. Aber die Allgemeinbevölkerung nimmt, glaube ich, nur wahr, Antibiotikaresistenz ist ein Problem, aber die Details und was man selber machen kann, das scheint noch nicht angekommen zu sein. Ich denke, das Problem ist ja auch, dass alle denken, ich hole mir das nur im Krankenhaus. Dass ich mir natürlich auch, wenn ich irgendwie auf einer Toilette im Restaurant bin, mir auch irgendwie einen Keim einholen kann, wenn es da nicht sauber ist. Und dass wir viele, also damals war eine Schätzung, 10% der Bevölkerung haben schon einen resistenten Keim. Die tragen den mit sich rum, gehen in der Gegend rum und man weiß es ja nicht. Also vielleicht habe ich einen, vielleicht haben Sie einen, keine Ahnung. Und das ist Herr Berninghausen, ich möchte noch mal gerne in die weite Welt gucken. Es hat, also in der, gerade was die Tiermast betrifft, haben, so wenn ich die Zahlen richtig im Kopf habe, hat die Antibiotikaresistenz, vor 18 Jahren lag sie noch so bei 15%, jetzt ist sie bei 40%, extrem gestiegen. Inwieweit hat das eben auch mit globalen Warenströmen, mit unserer Reiserei, mit unserem Verzehr von allen möglichen internationalen Lebensmitteln zu tun? Also ich glaube eher auch mit den Governance und den Stewardship-Strukturen in ärmeren Ländern, wo das nicht geregelt ist. Also die Antibiotika jetzt in der Tierhaltung in Burkina Faso, das sind jetzt Antibiotika, die aus China kommen, Generika, die aus Indien dort verkauft werden und in der Masse eingesetzt werden. Und der Staat hat gar nicht die Kapazität, da einzugreifen und die Regulation, die vielleicht auf dem Papier steht, auch durchzusetzen,
Und der einzelne Bauer natürlich muss in einem Wettbewerb mit anderen Bauern das machen, was ihm Profit beschert. Und da seine Tiere mit Antibiotika zu füttern, ist eine Strategie, die funktioniert erstmal kurzfristig. Und ich denke, da kann vielleicht auch die Entwicklungshilfe stärken, dort die Kapazität der Staaten hier zu regulieren. Also der Wille ist bestimmt da, das Wissen ist globales Wissen. Jetzt die Umsetzung bis hinunter auf den einzelnen Bauern ist das Schwierige, dass man es dort schafft. Und inwieweit wissen wir hier überhaupt genug darüber Bescheid, was wir eigentlich essen, wenn es eben nicht in der Nähe produziert wurde, sondern aus der großen, weiten Welt kommt und wir wissen nicht, mit welchen Antibiotika die Tiere oder was auch immer behandelt wurden? Ja, das ist gar nicht mein Fachgebiet. Also ich glaube, die Europäische Union und wir sind hier dann doch sehr gesichert, dass wir jetzt also gut kontrollierte Waren bekommen, die wir hier zu uns nehmen. Natürlich, wenn wir im Ausland sind, ist das die Situation, die jeder Mensch, der in Burkina Faso lebt, genauso hat. Aber Herr Tepka, wenn man zum Beispiel, also man isst ja nicht, man kauft ja die Sachen nicht selber immer im Supermarkt, sondern das ganze Außerhausessen hat extrem zugenommen, die ganzen Fastfoodketten und so weiter, da weiß man es ja nun wirklich nicht. Wie kann man das verbessern? Ja, das ist halt auch ein Wert, den viele Verbraucher auch falsch einschätzen. Also ich sag mal, bei Hühnchen weiß ich es, das ist halt 40% dessen, was man verzehrt, beeinflusst man selber direkt, weil man beim Metzger, beim Biolandwirt oder ich sag mal beim Discounter kauft. Und 60% sind außer Haus, also wirklich morgens der Aufschnitt auf dem Brötchen, Hähnchen auf der Pizza, der Hähnchendöner. Und da ist es ja gar nicht ersichtlich. Ne? Und das ist ja das, was uns als Branche halt auch wundert. Wir fordern eigentlich jetzt seit Jahren schon eine verpflichtende Herkunftskennzeichnung. Das wäre eigentlich relativ einfach, dass man einfach sagt, auch eine Kantine muss draufschreiben, wo kommt's her. Und dann kann ja jeder sagen, ob er gerne möchte, dass das Hähnchen aus Taiwan oder aus Brasilien kommt oder ob er doch gerne für, ich sag mal, die immer geforderte Regionalität einsteht. Und das wundert uns manchmal halt auch und da wissen wir gar nicht, auf woher dieser Widerstand kommt, das nicht umzusetzen. Also aber das Sie ist eine es gerade Forderung, erwähnt haben, Discounter, Bio, wie auch immer, kann man daran, klar, also kann man sich dann darauf verlassen, dass wenn Bio draufsteht zum Beispiel, kein Antibiotikum drin ist? Nee, das, also Bio und kein Antibiotikum ist ja erstmal per se. Aber besser. Das weiß ich gar nicht, das traue ich mir nicht. Ich weiß nur, dass es, ich sag mal, im Lebensmitteleinzelhandel zumindest eine Herkunftskennzeichnung gibt und dass man da relativ schnell sehen kann, okay, kommt es aus Deutschland. Also gerade bei Hähnchen ist es immer dieses 5x D, also dass die Tiere wirklich hier geschlüpft sind, dass die, das Futter von hier kommt, Schlachtung und so weiter, dass alles hier erfolgt ist und das sieht man relativ schnell. Frau Böll, Sie haben aber verschiedene Produkte aus verschiedenen, eben wie gesagt, Discounter, Bioladen und so weiter. Mhm. Es war in fast allen Waren Keime nachzuweisen, ne? Ja, also auf jeden Fall haben wir jetzt nicht so gesagt, nur die Discounter, wir konnten nicht feststellen, nur die Discounter haben jetzt resistente Keime im Fleisch. Mhm. Also das war schon, ich weiß gar nicht, das würde mich ja mal interessieren, ist denn Antibiotika-Einsatz bei der Biolandwirtschaft nicht erlaubt bei den? Wie gesagt, wir haben jetzt aktuell keine Bio-Hähnchenproduktion. Grundsätzlich von meinem Verständnis her müsste es ja per se ausgeschlossen sein. Eigentlich schon, ja. Wobei, da kommt natürlich nachher halt auch immer das Thema Tierschutz irgendwann auch auf den Plan. Ne? Also wenn die Tiere massiv krank sind, ich weiß es nicht, wie es geregelt ist. Kann ich nichts zu sagen. Also was ich ja ganz schön fände, wäre zum Beispiel der prophylaktische Einsatz von Antibiotika. Ja, ist ja auch nicht mehr zulässig. Ja. Ja. Ganz abhanden käme. Ja. Ein weiteres Thema sind die Antibiotika-Rückstände in den Abwässern, weil die nämlich auch ins Grundwasser kommen. Dafür, die Ursachen dafür sind zum Beispiel Gülle, die auf die Felder aufgebracht werden, Industrieabwässer, Abwasser aus Krankenhäusern und Pflegeeinrichtungen, auch aus Siedlungen. Und dazu wird jetzt jetzt einen Experten befragen von der Uni, der genau erklären kann, was das für uns für Risiken birgt, wenn eben das genau im Abwasser landet. Genau so ist es. Bei mir ist nämlich der Leiter des Instituts für Hygiene und öffentliche Gesundheit hier am Uniklinikum in Bonn, Professor Dr. Martin Exner. Sie haben schon fleißig mitgeschrieben bei ganz vielen Punkten, die hier eben diskutiert wurden. Aber vielleicht gehen wir mal auf diesen letzten Punkt von Cecile Schortmann ein. Wie stark sind denn die Abwässer tatsächlich belastet mit Antibiotika-Rückständen und resistenten Keimen? Ja, Antibiotika-Rückstände finden wir nahezu in allen Abwässern. Wir finden sie auch in den Gewässern, also die eben genannten ESBL-Bakterien finden wir in allen Gewässern. Das ist letzten Endes mittlerweile durch.
Wir haben in den 1999 hatte das Umweltbundesamt eine Studie veröffentlicht, noch Zahlen auch aus der ehemaligen DDR und hatten darauf hingewiesen, die Antibiotikaresistenz auch in Gewässern steigt an. Deswegen war für uns es wichtig, jetzt in einem Projekt, was vom Bundesministerium für Forschung auch gefördert worden ist mit erheblichen Mitteln, und das wollte ich auch nochmal herausstellen, Deutschland stellt sich dieser Problematik Klar. in der Forschung und auch in der entsprechenden Anwendung. Wir hatten auch Herrn dem ehemaligen Bundesgesundheitsminister Gröhe für seine Bemühungen um das entsprechende Antibiotika-Projekt in Deutschland auch die Ehrenmedaille unserer Fachgesellschaft überreicht, der Deutschen Gesellschaft für Krankenhaushygiene. Was wir aber dann zusätzlich in diesem Projekt wissen wollten, war, wo kommen denn die Belastungen in erster Linie her? Und dabei haben wir auch die weiteren Reserveantibiotika uns angesehen, Carbapeneme und Carbapenemase produzierende Bakterien beziehungsweise auch deren Genrückstände. Und dabei konnten wir feststellen, dass diese auch meldepflichtigen Rückstände und Bakterien, die kommen faktisch nur in Krankenhausabwässern vor. Da, wo wir entsprechende Antibiotika auch zum Schutz unserer Patienten, zur Heilung unserer Patienten auch einsetzen müssen. Aber was bedeutet das, wenn wir wissen, dass es daherkommt, und wir gehen gleich vielleicht nochmal in die allgemeine Form, indem wir darüber reden, was das für unser Trinkwasser bedeutet, aber was wäre dann Ihr Postulat, was müsste man für Maßnahmen ergreifen, damit eben anders als das beispielsweise ja in Schlachtbetrieben der Fall ist, quasi die Krankenhausabwässer einfach so den Bach runtergehen, wortwörtlich? Also auf der einen Seite beginnt für uns das Abwasser schon im Patientenzimmer, im Waschbecken, in der Toilette und auch in der Dusche. Da sehen wir jetzt, und da hat auch die Kommission für Krankenhaushygiene und Infektionsprävention gerade vor diesem Hintergrund jetzt gerade eine Richtlinie in Vorbereitung. Da finden wir zum Teil so hohe Konzentrationen auch an Antibiotika-Rückständen, dass die fast im therapeutischen Bereich liegt. Das heißt, da müssen wir rangehen mit baulich-funktionellen Maßnahmen, das wird kommen. Bisher werden die Abwässer von Krankenhäusern nicht eigenständig aufbereitet, weil man lange Zeit der Auffassung war, brauchen wir nicht, ist genauso wie ein häusliches Abwasser zu sehen. Da ist ein Umdenkprozess gegeben. Holländer haben jetzt gezeigt, dass sie durch die dezentrale Aufbereitung von Krankenhausabwässern nennenswerte Entlastungen auch erreichen können, wobei Krankenhausabwässer ist nicht gleich Krankenhausabwässer. Es bestätigt sich auch da die Regel, da wo Antibiotika eingesetzt werden, finden sie auch antibiotikaresistente Erreger bzw. Resistenzen. Und wir haben bei uns auch eine Klinik, die gar keine Antibiotika einsetzt für Psychosomatik, da finden sie auch keine Rückstände. Das heißt, diese Bereiche, die müssen wir uns dann im Detail angucken. Genau, das heißt, je nachdem, welcher bakterielle Erreger vorliegt, einfach mal einen Schluck Krankenhausabwasser, er wird das dann schon behandeln. Was bedeutet das jetzt, Spaß beiseite, was bedeutet das jetzt für unser Trinkwasser, was Sie dort rausbekommen haben? Was raten Sie, wie konsumieren Sie das selber und was können wir vielleicht von dieser Untersuchung mitnehmen? Also wir haben ja hier in Bonn die Situation, dass wir tatsächlich Talsperrenwasser auch bekommen, das wir selber auch untersuchen. Und wir untersuchen regelmäßig, wenn wir bakterielle Rückstände haben, diese auch auf Antibiotika-Rückstände. Wir haben sie bisher zumindest in den hier und von uns untersuchten nicht nachweisen können. Das heißt, die Aufbereitung funktioniert grundsätzlich. Das bedeutet aber, dass zum Beispiel Kläranlagen, die in Trinkwassertalsperren einmünden, dass man da sich genau angucken muss, kann man da gegebenenfalls die Aufbereitung noch optimieren. In dem Forschungsprojekt haben wir auch zeigen können, mit welchen Aufbereitungsverfahren das gelingt. Das ist die Ultrafiltration. Die ist aber auch eine relativ teure Angelegenheit. Deswegen im Augenblick sehen wir, dass wir eine relativ sichere Situation haben. Aber wir sehen in der Tat auch, dass die Gewässerbelastung mit den ESBL-Bakterien durchaus schon weitestgehend durch ist. Wunderbar. Damit würde ich dann an euch zurückgeben. Vielleicht könnt ihr das ja einmal klären, inwieweit das, was wir jetzt eben für Krankenhäuser schon angesprochen haben, zum Beispiel in der Landwirtschaft geplant ist oder eben vielleicht auch nicht. Herr Tepka, da sind Sie der gefragte Mann.
Also ich kriege es halt von Schlachthöfen mit, dass die in der Regel alle eigene Kläranlagen haben, um das direkt von vornherein auszuschließen. Und ansonsten weiß ich, wir haben uns in dem Projekt mit Professor Rösler halt auch mit ESBL Keim, ich sag mal, im Hähnchen Mist beschäftigt. Da wissen wir, dass die, ich sag mal, wenn sie im Stall und im Mist drin sind, das, was sie auch gefunden haben, über den normalen Prozess, wie ein Stall ausgemistet wird, wie der Mist gelagert wird und dann später verteilt wird, also dass er vor der Verteilung, dass die ESBL-Keime nicht mehr messbar sind. Mich würde an der Stelle eine Sache besonders interessieren, Herr Bernichhausen, da sind Sie der Richtige. Ich habe viel gelernt bei der Beschäftigung mit diesem Thema. Auch, dass 70% unserer Antibiotika aus Indien kommen, die wir alle benutzen, wusste ich nicht. Ich dachte, die werden vielleicht noch zumindest zum Teil oder zur Hälfte oder zum Großteil hier in Deutschland produziert. Nein, ist nicht, ist zu teuer. Also wird das alles ausgelagert. Jetzt hat man diese Produktionsstätten da in Indien, dafür ist Indien bekannt. Und das große Problem ist auch dort, wie viele Rückstände gibt es in den Abwässern? Die bleiben nämlich nicht in diesen Pharmaindustrien drin, sondern behaupten die zwar alle, aber es gelangt doch sehr viel in die Umwelt, in die Umgebung. So, und da gibt es einen direkten Zusammenhang zwischen den Rückständen und der Bildung von neuen resistenten Keimen. Das heißt, die wuchern und wuchern und wuchern da. Ja, wie kann man dagegen angehen? Ja, ist wieder also grundlegende Entwicklung und natürlich die Sachen sind teuer, die man hier unternehmen müsste und der Staat muss sich hier einsetzen. Das ist eine Aufgabe, die am Ende, glaube ich, nur staatliche Regulierung erfüllen kann. Und es ist natürlich ein Wettbewerbsvorteil, wenn der Staat das nicht so streng tut in Indien, wie er es in Deutschland tut. Also die Auflagen, die uns hier schützen, die in Indien die entsprechende Industrie eben nicht betreffen, sind ein impliziter Wettbewerbsvorteil der Generikahersteller in also Indien, die chinesischen Generikahersteller, die südafrikanischen. Da muss wahrscheinlich die globale Gemeinschaft arbeiten und mit Indien zusammenarbeiten, dass der Staat stärker eingreifen kann und die Regulierung hier durchgreift. Aber Frau Gassmeier, Sie sagten, dass eben auch Deutschland, als wir uns vorhin unterhalten haben, dass auch Deutschland da natürlich eine Verantwortung hat, weil eigentlich ist es ja überhaupt ein Unding, dass diese ganze Produktion ausgelagert wird und immer mehr ins Ausland verschoben wird. Also wir hatten in den letzten Jahren häufiger die Situation, dass bestimmte Schmalspektrum-Antibiotika, einfache Penicilline, für bestimmte Zeiträume nicht mehr verfügbar waren, weil in diesen Ländern eben da nicht geliefert werden oder aus diesen Ländern nicht geliefert werden konnte. Und das bedeutet, dass dann auf Breitspektrum-Antibiotika ausgewichen wird. Und das ist natürlich wieder umso mehr das Resistenzproblem fördern. Deswegen habe ich gar kein Verständnis dafür, dass die Pharmafirmen diese Auslagerung betreiben. Ich finde, ein Land muss genauso wie es seine Energievorsorge selbst regeln muss, auch in der Lage sein, wichtigste Arzneimittel selbst zu produzieren. Sind ja die ganzen großen Pharmaunternehmen ausgestiegen aus der Antibiotikaforschung. Bayer, Novartis, Johnson & Johnson letztes Jahr. Also es hat ja gar kein Pharmaunternehmen mehr Interesse an der Antibiotikaforschung. Das ist ja das große Problem. Lohnt sich nicht mehr. Also ich muss ein paar Dinge doch noch mal sagen. Sie haben vollkommen recht. Es gibt einige Pharmaunternehmen ausgestiegen. Es gibt immer noch welche, sind zu wenig. Aber das sind noch zwei Paar Schuhe jetzt. Also wir kommen ja gleich zur Lösung. Ich weiß nicht, wie viel Zeit wir jetzt noch haben, aber auf jeden Fall gibt es in Bezug auf die Forschung zur Entwicklung von Antibiotika gibt es enorme große Konsortien, die gerade staatlich finanziert sind auch. Unter anderem auch natürlich von Deutschland mehrere große Konsortien, die wirklich starke Incentives dafür in die Waagschale werfen, damit wieder Antibiotika produziert. Und das muss man einfach sagen. Ja. Das heißt, also hier tragen einige Staaten schon ein großes Paket, was vor wenigen Jahren niemals der Fall gewesen wäre, wenn man das nämlich nur der pharmazeutischen Industrie überlassen hat. Das heißt also, hier geschehen schon Dinge, die sehen, dass es ein Marktversagen gibt. Und das kann man auch einem Unternehmen nicht vorwerfen. Es muss ja auch einen Gewinn erwirtschaften. Das heißt, hier geht der Staat schon in hohem Maße rein. Viele Staaten, also unter anderem auch Deutschland. Das heißt also, diese Lücke ist erkannt und da wird viel getan. Aber ein Antibiotikum zu entwickeln, dauert halt viele Jahre. Das Thema, was wir hier besprochen haben, dass die Produktion von bestimmten Generika, also das sind einfach Rezepte, die man halt quasi umsetzen muss in einer Firma, dass die ins Ausland geht, darüber gibt es sehr, sehr unterschiedliche Meinungen. Es darf niemals zu einem Engpass führen.
Aber wenn man schon die Auslagerung ins Ausland packt, dann muss man natürlich dafür sorgen, dass die Firmen dort nach denselben Standards das produzieren, auch nach denselben Umweltstandards, wie das in einem hochentwickelten oder High-Income-Land da ist. Das behaupten die natürlich, aber, ja, nein, aber das wird nicht ausreichend kontrolliert. Das wird nicht getan, aber dafür muss natürlich auch wieder der Besteller sorgen, das muss man sagen. Und dann braucht man natürlich eine gute Regierung. Aber das ist ja machbar. Ja, das heißt also, die Auslagerung einer Produktion in ein anderes Land ist ja primär nicht verboten, aber es darf natürlich nicht dazu führen, dass man in Engpässe kommt. Und das ist ein Problem, was wir zurzeit haben. Es sind aber zwei verschiedene Geschichten. Die Entwicklung von einem Antibiotikum ist eine ganz andere Baustelle als die Herstellung von Antibiotika oder auch anderen Medikamenten. Es gibt ja manche Engpässe in Deutschland, die nur darauf beruhen, dass irgendwo auf der Welt irgendein Medikament hergestellt wird. Und da bin ich voll bei. Und da muss natürlich der Staat für Sorge tragen, dass das nicht passiert. An der Stelle wollen wir das Publikum noch mal hören. Kilian, ich war, du bist da unterwegs und wirst jetzt noch mal ein paar Stimmen einsammeln. Genau. Ah, da haben wir schon eine Meldung. Dann komme ich mal nach oben. Ansonsten gilt ja hier immer, jeder, der sitzen bleibt, möchte auch was sagen. Ja. Aber wenn wir freiwillige Meldungen haben, umso besser. Ich halte das Mikrofon. Guten Abend. Okay. Ja, ich habe mal eine ganz andere Frage. Wir reden hier von Antibiotika als Chemikalien, die Bakterien töten. Aber was überhaupt nicht betrachtet wird, sind Bakteriophagen. Das ist in Osteuropa eine wirkungsvolle Therapieform, also fürs Publikum, Bakteriophagen sind Viren, die Bakterien töten. Das ist in Osteuropa eine wirklich breit eingesetzte Methode. Man kann da in Apotheken entsprechende Bakteriophagen-Mixe kaufen. In Deutschland wird auch geforscht auf dem Gebiet. Zum Beispiel jetzt morgen und übermorgen in Berlin ist ein Symposium zu diesem Thema von der Bundesamt für Risikobewertung, glaube ich. Warum wird dieses Thema hier nicht behandelt? Ich weiß, ich habe schon ähnliche Treffen wie dieses hier gesehen. Das wird immer klein getan, weil schwierig zu handeln und so weiter und so fort. Aber ich finde, die EU könnte da viel mehr machen, denn bei Bakteriophagen gibt es keine Resistenzen. Herr Theker, Sie wollten darauf antworten. Genau. Vielleicht ungewöhnlich, dass ich als erstes antworten möchte, aber weil genau das ist das Thema, was wir fordern. Und wir werden belächelt, weil wir auch, ich sag mal, davon wissen, von, ich sag mal, vielversprechenden Erfolgen. Und das ist in Deutschland eigentlich nur ein sehr, sehr kleiner Bereich ist, eigentlich nur eine Professorin, wenn ich das richtig habe, die sich damit beschäftigt. Und wir hätten gerne viel mehr Forschung in dem Bereich, auch für den Tierbereich, gerade weil es keine Resistenzen gibt. Und das Gleiche gilt für, ich sag mal, ich nenne es mal positive Keime. Wir haben Versuche gefahren, mit positiven Keimen den Darm von Küken zu besiedeln, um halt damit auch zu zeigen, dass wir das Risiko von einer Infektion mit resistenten Keimen oder mit Keimen insgesamt deutlich reduzieren können. Und das ist halt auch eine Forderung, die wir haben an Politik, mehr in Forschung in diesen Bereichen auch zu investieren, um wegzukommen. Und auch da frage ich mich, warum sind in der Gesellschaft, also weil ich denke, das ist auch immer ein Stück weit Gesellschaft, da sind auch wir alle immer wieder verantwortlich, warum ist dieser Widerstand so groß und warum werden wir nicht gehört, warum kommen wir in diesem Bereich nicht weiter? Und das wäre heute auch mein Wunsch, ganz klar, da zumindest offener zu sein. Ich kann es als Landwirt nicht beurteilen, nicht umfänglich, aber ganz klare Forderung von uns, Herr Wieler, weil wir hier heute auch sind, machen Sie weiter. Also das war ja quasi ein Vorwurf an uns. Also wir haben noch nicht mal über Lösungsansätze gesprochen. Da können wir jetzt noch mehrere Tage drüber reden. Und Bakteriophagen ist ein möglicher Lösungsansatz. Ja. Und dieser Ansatz wird nicht in der Intensität verfolgt, wie Sie ihn vielleicht wünschen. Aber ich kann Ihnen nur sagen, es gibt quasi keine klinischen Studien, die belegen, dass diese Phagen, also die eine randomisierte Studie, wo man zeigen kann, dass diese Bakteriophagen wirklich eine klinische Verbesserung, Outcome haben, die sind zurzeit nicht da. Es gibt einige Forschungsarbeiten zu Phagen. Das sind sehr, sehr kleine, das sind kleine Studien von kleinen Firmen, wo einzelne Patienten geheilt wurden. Das ist aber keine randomisierte Studie. Es gibt aber klare Forschungsansätze dort. Es gibt weniger eine Haltung gegen Phagen, weil es, das Wort oft kolportiert, weil es im Osten lange Zeit gemacht wird. Es gibt Einsatzmöglichkeiten für Phagen, gerade Oberflächen, zum Beispiel bei Tierkörpern, bei Schlachtkörpern. Da wirken Phagen, es gibt bestimmte Oberflächeninfektionen. Aber es gibt bislang keine überzeugenden Daten dafür, dass man mit den Phagen wirklich solche Therapien durchführen kann. Und ein ganz großes Problem, das möchte ich hier ganz klar ansprechen. Wie gesagt, wir können über alle Therapien sprechen, Pros und Cons oder Forschungsarbeiten. Phagen enthalten genetisches Material, die verändern sich, sind lebende Organismen, beziehungsweise nicht lebend, aber die brauchen einen Lebenden, um sich zu vermehren. Und diese unter Bedingungen herzustellen,
dass wir ein Medikament zulassen würden, ist extrem schwierig. Ja? Also das ist auch mal nicht so trivial. Aber nochmal, Phagen ist ein Thema, was viele bearbeiten. Und es gibt eine Menge andere Alternativen, über die wir gar nicht gesprochen haben, weil wir die Lösung nicht gesprochen haben. Aber Phagen sind auf der Agenda neben vielen anderen Sachen. Genau, also da kam hier ganz klar die Forderung dann nochmal von rechts, dass man dann eben diese Studien einfach machen müsste. Und ja, dafür braucht man aber die entsprechenden Phagenpräparate, um es mal klar zu sagen, die klinischen Ansprüche. Sie müssen ja gleich hier noch vorbei, wenn wir dann hochgehen, vielleicht können Sie sich dann persönlich noch kurz dazu austauschen. Gibt es noch einen Hinweis, eine Frage? Da vorne. Gibt es eine Frage in der Nähe, dann komme ich da gleich hin. Hier. Ah, so ein Zufall. Ja, ich bin in der Situation, dass ich ein immunsupprimiertes Kind habe und mit 5 Monaten Leber transplantiert. Und da ging das natürlich los, dass gleich eine Dauerantibiose im Einsatz war. Und mein Sohn ist jetzt 12 und wir haben so einige Ansätze von Lungenentzündungen und so weiter hinter uns. Und es geht immer sehr schnell heutzutage, wenn was ist, dass dann auch die Ärztin zum Antibiotikum greift. Wie kann ich denn damit umgehen, da den Einsatz zu reduzieren oder worauf sollte ich achten, weil er ist jetzt 12, hat ja hoffentlich noch ein paar Jahre vor sich, ihm geht's super, aber um da irgendwo die Zukunft nicht zu verbauen. Wer möchte darauf antworten? Ja, das ist natürlich ein schwieriger Fall, weil Ihr Kind sicherlich in bestimmten Situationen wirklich ein Antibiotikum braucht. Und dann muss natürlich im Einzelfall abgewogen werden, ob Antibiotikum notwendig ist oder nicht. Und dazu ist natürlich eine schnelle und gute Diagnostik wichtig. Das hatten wir auch angesprochen und das ist auch ein wichtiger Forschungsansatz. Und da ist auch noch viel Optimierungspotenzial, dass wir eben schnellere Ergebnisse haben, damit man dann wirklich weiß, was man machen soll. Also ich denke, das ist auch noch ein ganz wichtiger Punkt. Ich glaube nicht, dass Sie von uns verlangen dürfen, dass wir Einzelfälle besprechen können in dem Maße, dass Sie damit glücklich würden. Da gibt es ein Arzt-Patienten-Verhältnis, ein Team, das sich um den Jungen kümmert. Ich glaube nicht, dass das eine Frage ist, die wir zu Ihrer Zufriedenheit beantworten können. Aber ich glaube, was doch wichtig ist, wo wir uns ja alle einig sind, ist, dass man doch die Entscheidung des Arztes öfters mal hinterfragen sollte und nochmal fragen sollte, können Sie nicht einen Bluttest machen? Ist denn wirklich ein Bakterium? Und wenn ja, welches Bakterium? Das ist ja nicht nur Viren, Bakterien, sondern es ist ja auch wichtig, welche Bakterien lösen einen Infekt aus und welches Antibiotikum kann man dann gezielt einsetzen gegen dieses eine Bakterium oder gegen diese, ja. Das ist, glaube ich, man sollte wirklich mehr hinterfragen, die Verordnung der Ärzte. Und also die Interaktion ist ganz wichtig. Ich hatte noch eine Frage eben angenommen, die würden wir noch schnell spielen, weil wir hängen ein wenig. Aber die machen wir jetzt noch flott. Genau, und die bezieht sich auf das Video, das wir am Anfang gesehen haben, beziehungsweise eigentlich auf das Grundverständnis von multiresistenten Keimen überhaupt. Und zwar war das im Video so dargestellt, dass ja quasi die gesunden Bakterien, die ja eigentlich gut sind für den Körper, also es war ja diese Fusselbakterien, dass die ja dann quasi resistent gemacht werden. Und meiner Meinung nach, also ich fand das ein bisschen komisch, weil grundsätzlich ein gutes, resistentes Bakterium schadet mir ja erstmal nicht, weil es kann sich weiter verbreiten, ist gut, wenn ich gute Darmbakterien habe. Das heißt, eigentlich ist die Gefahr für mich doch nur, wenn ich ein schädliches, resistentes Bakterium habe, oder ist das so, dass Bakterien ihre Schädlichkeit auch manchmal erst entwickeln können? Wie sieht das da aus? Mit den Fusselbakterien. Vielen Dank. Das Ganze ist natürlich nicht nur ein Schwarz-Weiß-Problem. Man hat den Erreger oder hat ihn nicht, sondern es ist vor allen Dingen auch eine Frage der Quantität. Und wenn man also zum Beispiel jetzt Antibiotikatherapie bekommt, dann werden aus einigen wenigen Antibiotika, die vielleicht im Darmmikrobiom vorhanden sind, plötzlich viele. Und wenn man dann noch ein schlechtes Immunsystem hat, dann kann es sein, dass diese Erreger dann zum Beispiel auch in die Blutbahn gelangen und dann eine Sepsis oder eine andere schwerwiegende Infektion machen. Also man muss das im gesamten Kontext immer sehen und Sie haben völlig richtig erkannt, wenn man einfach nur Träger eines Bakteriums ist, dann heißt das erstmal gar nichts. Aber es gibt, ich glaube, einen ganz kurzen dazu, es gibt schon einen Aspekt, der noch anders ist als bei Menschen zum Beispiel. Leider Gottes können auch manche von den Bakterien die genetischen Informationen für diese Resistenzen auf andere Bakterien weitergeben.
Und dann kann es natürlich auch an ein sogenanntes schlechtes Bakterium weitergegeben werden. Das heißt, das kann man nicht so einfach betrachten. Das ist biologisch komplizierter bei den Bakterien. Jetzt kommen wir zu den Lösungsansätzen. So, und wir haben jetzt schon ein bisschen was gehört. Wir haben jetzt auch schon gehört, dass jeder Einzelne von uns eine gewisse Verantwortung hat, sowohl in der Küche wie auch im Umgang mit Antibiotika, dass Ärzte natürlich sehr viel mehr den Dialog führen müssen mit ihren Patienten, Patienten hinterfragen müssen, ob sie ein Antibiotikum brauchen oder nicht. Also das haben wir alle schon gehört. Und deshalb bitte ich Sie alle fünf jetzt einfach um ein Statement am Ende, was Ihnen besonders wichtig ist in Sachen Lösungsvorstellungen, Lösungsansätze, wohin wir denken können, damit wir eben nicht in 20, 30 Jahren sagen müssen, okay, multiresistente Keime sind die Todesursache Nummer eins, bitte. Also für mich ist der wichtigste Ansatz ganz klar, dass wir den Antibiotikagebrauch reduzieren, also weise Antibiotika-Anwendung durchführen und das in allen Bereichen. Und dazu braucht es einfach besseres Verständnis und besseres Wissen in allen Bereichen. Also sowohl was kann die Politik Landwirte dazu beitragen? Das würde mich noch wundern. Also was kann sie, was muss sie fördern? Die Politik muss, die Rahmenbedingungen dazu schaffen. Also zum Beispiel, dass im Krankenhaus die Ärzte geschult werden zu diesem Thema, dass niedergelassene Ärzte entsprechend fortgebildet werden. Also zum Beispiel ein Antibiotika-Pass oder sowas. Aber auch die Allgemeinbevölkerung muss eben besser informiert sein über dieses Thema. Bitte. Ja, es ist ein ganz kompliziertes, riesiges Thema. Also das ist genau der entscheidende Punkt. Der Einsatz muss reduziert werden, also auf das Notwendige. Das heißt, man muss zum Beispiel Alternativen natürlich entwickeln dafür. Es gibt einen WHO-Plan, den kann jeder angucken. Das sind fünf Aspekte, fünf große Punkte. Und an all diesen Punkten wird in Deutschland intensiv geforscht. Der eine Punkt ist, man muss darüber Bescheid wissen. Das heißt, kann man über Kampagnen machen, Weiterbildung wissen. Man muss das Problem transparent erkennen. Das ist das Allerwichtigste. Man braucht Zahlen. Diese Zahlen werden generiert und stehen auch auf Websites, zum Beispiel vom Robert-Koch-Institut, um das Problem wirklich darzustellen. Bei MRSA gibt es zum Beispiel da geht es runter, bei den anderen geht es hoch. Es gibt das Thema, neue Diagnostika zu finden. Es gibt das Thema, dass man andere Therapien am Menschen macht. Also es gibt eine Reihe von Themen. Aber das Entscheidende ist wirklich, dass wir verstehen, dass das eine Lösung beinhalten muss, die über viele verschiedene Sektoren geht. Es ist nicht nur technisch, es ist ein Verständnis von Menschen. Es ist ein kompliziertes Thema und ein globales Thema. Das heißt, wir müssen in all den fünf Bereichen, die im WHO-Plan sind, müssen wir drin forschen, arbeiten und uns weiterbilden. Und unter anderem brauchen wir natürlich auch neue Antibiotika. Welche Rolle spielt das Impfen an der Stelle? Das Impfen ist eine Maßnahme. Natürlich, wenn Sie sich impfen lassen und dann mit diesem Erreger gar nicht infiziert werden. Prävention ist natürlich ein Riesenthema. Wenn Sie gar nicht erst krank werden, brauchen Sie natürlich auch kein Antibiotikum. Also Prävention, Vorsorge für Infektionen spielt natürlich auch eine riesige Rolle, wo auch viele Programme gefahren werden, gerade die Hygieneprogramme in Krankenhäusern. Also es ist ein komplexes Thema, wo nicht eine Lösung alleine helfen wird. Das haben wir, glaube ich, an diesem Abend verstanden. Herr Bernichhausen, Sie plädieren für einen globalen Ansatz. Wie könnte der aussehen? Ja, viele globale Ansätze, aber so strukturell vereint. Das ist einfach der Ansatz der Entwicklung, der besseren Entwicklung. Professor Wieler hat das Impfen erwähnt. Das ist natürlich ganz wichtig, wenn ich hier über die ärmsten Länder der Welt rede, dass auch dort die Impfraten gegen die bakteriell erregenden Krankheiten hochgehen und dort eben die Infektion verhindert wird. Das sind aber auch ganz grundlegende Entwicklungsfragen. Sauberes Wasser, dass Menschen Seife haben zu Hause und in der Schule, dass man gelernt hat, sich die Hände zu waschen, also Verhaltensveränderungen, die auch in den ärmsten Gegenden der Welt, aber unterstützt durch strukturelle Maßnahmen wie sauberes Trinkwasser, gute Hygiene, gute Toiletten. Natürlich haben ganz viele Menschen auf der Welt keine vernünftige, moderne Toilette und defekieren im Feld und sind damit natürlich ihren eigenen Exkrementen viel mehr ausgesetzt und auch den Exkrementen der anderen. Also die Sanitätsversorgung in den ärmsten Ländern der Welt. Und dann, und ich fand das sehr toll, was Sie erzählt haben über die MUCs, kann man natürlich auch die ärztliche Versorgung, die es nicht gibt, kreieren, indem man Community Health Workers und vielleicht Krankenschwestern ausbildet im rationaleren, besseren Antibiotika verschreiben in den ärmsten Ländern auf der Welt. MUCs sind jetzt ganz billig zu transportieren. Sie sind quasi zero marginal costs. Sie kosten jetzt nichts. Sie sind produziert. Man muss sie irgendwie umsetzen in den anderen kulturellen Kontext und könnte jetzt Krankenschwestern und Gemeinschaftsgesundheitsarbeiterinnen bessere Bildung an die Hand geben.
Wer kann das denn, oder sagen wir, sag ich mal, an wen appellieren Sie da denn hauptsächlich? An welche internationalen Institutionen? Wer kann also das umsetzen, was Sie da fordern? Es gibt natürlich die großen internationalen Organisationen für die Entwicklung, für die Impfungen ist das Gavi, das ist die globale Organisation. Und wissen die schon, was sie zu tun haben und tun es einfach nicht, oder? Nein, nein, sie sind dabei. Also Gavi ist natürlich bei der EMA-Bewegung mit dabei und weiß, wo die Rolle, die sie spielen muss, sitzt. Also ich denke, die Weltbank weiß. Aber sie kommen noch nicht so hinterher. UNICEF weiß, dass um die Kindergesundheit zu unterstützen, sicheres Trinkwasser eine ganz wichtige Rolle. Ja, ja, aber das ist ja, ich sage jetzt mal, das ist ja eine Binsenweite. Also mit dem sauberen Trinkwasser, das wissen wir ja schon ganz lange. Also irgendwo scheint es ja zu haken, dass die Umsetzung nicht, weil UNICEF kümmert sich schon sehr, sehr, sehr lange um Kinder in Not. Nur das, was Sie vorhin an anderer Stelle moniert haben, also das dauert ja offenbar alles sehr lange. Ja, hat sich natürlich stark verbessert in den letzten 30 Jahren. Also die Kindersterblichkeit ist weltweit stark zurückgegangen, unter anderem durch das Tun dieser globalen Organisation, und natürlich müssen die Staaten auch selber die Menschen auch selber befähigt sein, hier mit durchzugreifen. Man kann es nicht nur den globalen Organisationen überlassen. Dazu gehört natürlich Bildung, also halt Aufklärung und wie in allen Fragen. Und vielleicht der letzte Punkt, also digitale Innovation. Es gibt einige wirklich spannende Ansätze, wie man mit einem Smartphone, und das gibt es jetzt auch in Afrika, mit 60-70%iger Verbreitung in den ärmsten Gebieten auf der Welt, wie man hier nachweisen kann, sind es gefälschte Medikamente oder sind es echte Medikamente, indem man den Barcode liest und jetzt aus einer globalen Datenbank bekommt, es ist richtig, es ist falsch. Mhm. Also ich glaube auch so die innovativen Methoden, die wir über Technologie, die nicht sehr viel kostet am Ende. Das App muss mal entwickelt werden. Sobald es entwickelt ist, kann man es ganz vielen Menschen auf der Welt quasi kostenlos zur Verfügung stellen. Mhm. Also ich denke, auch da werden sich in einzelnen Bereichen technologische Lösungen auftun, die uns viel helfen werden. Mhm. Frau Böhl, Sie scheinen mir die Kritischste an diesem Abend hier zu sein, infolge Ihrer ganzen Recherchen. Darum bin ich jetzt gespannt, was Sie sagen, denn von den anderen Seiten hört es in vielen schon so an, als ob wir so auf dem wahnsinnig guten Wege sind und alles eigentlich gut wird und wir keine Furcht haben müssen. Naja, Furcht, ja. Also es ist, ich denke, das Wichtigste ist, dass der Antibiotikagebrauch reduziert wird, also wirklich drastisch reduziert wird. Es ist so, dass das ja so ein bisschen jetzt stagniert. Also man kann jetzt nicht mehr sagen, dass es so wahnsinnig viele neue multiresistente Keime gibt zum Glück, aber man kann sich da jetzt auch nicht drauf ausruhen. Also wir müssen erstens, sie brauchen die Schnelltests. Das dauert einfach viel zu lange. Ich weiß nicht, warum die Hausärzte das immer noch nicht machen. Man kann ja jetzt auch nicht den Patienten sagen, ihr müsst euren Arzt bremsen und ihm sagen, was er verschreiben soll. Das ist ja auch nicht unsere Aufgabe, zu sagen, ich brauche jetzt aber einen Bluttest, sondern das muss ja der Arzt eigentlich machen. Also wir brauchen diese Schnelltests und die sind auch da und die müssen auch eingesetzt werden. Einfach, das ist ganz, ganz wichtig. Und ich denke, dass wir es, ich weiß, es gibt sehr viel Forschung im Bereich neuer Antibiotika. Also das wusste man schon von Anfang an, dass Resistenzen sich entwickeln. Und man hat sich dann einfach hingesetzt und zu spät mit der Entwicklung neuer Antibiotika angefangen. Und es ist total schwierig, neue Antibiotika zu finden. Es dauert, und dann die klinischen Studien hinterher und auch überhaupt Antibiotika zu finden. Es ist eben nicht so, dass man sich hinsetzt im Labor und hat dann eins. Und da sind einfach die großen Pharmakonzerne ausgestiegen, weil es nicht wirtschaftlich ist, ein Medikament herzustellen, das dann irgendwo möglichst wenig eingesetzt werden soll. Das steht dann im Krankenhaus im Schrank und soll dann nur ganz wenig. Das ist aus ökonomischer Perspektive nachvollziehbar. Das kann man ja auch eigentlich in einer freien Marktwirtschaft gar nicht verlangen von einem Pharmaunternehmen. Und da, denke ich, ist die Politik gefordert. Die Politik, die einfach, vielleicht müsste es eine politische Aufgabe sein des Staates, die Menschen mit gesundem Trinkwasser zu versorgen, eben auch mit Antibiotika zu versorgen. Also das ist ja eine Diskussion, die es durchaus mal geben könnte. Dass es also die Aufgabe des Staates ist, für Antibiotika zu sorgen und auch die Forschung mit zu finanzieren. Bitte, Sie bleiben. Ja, also meine Forderung oder mein Wunsch am Ende ist einfach auch, also insgesamt mehr Forschung und Entwicklung, eine ergebnisoffene Diskussion. Ich glaube, das ist das, was wir drumherum halt auch immer brauchen, also dass man nicht von vornherein Wege ausschließt oder Präferenzen schafft.
Was wir sehen, ist, dass uns Technik auch richtig nochmal voranbringt. Ich sag mal so, im Händchenbereich sind wir jetzt dran, Einzeltierverfolgung, Einzeltieranalyse, Bewegungsprofile, also dass wir einfach noch schneller, noch besser, noch individueller auf jedes Tier eingehen können. Das ist das eine. Und klar, insgesamt die Reduzierung, der Ausstieg aus der Nutzung von Antibiotika. Und dann glaube ich, und das ist auch wichtig, dass wir lernen, in Ketten zu denken. Weil was hilft es, ich sag mal, wir sehen es dann nachher, ich sag mal, bei der Kläranlage oder so, wo ein Problem aufkommt, sondern dass wir wirklich von vorne bis hinten denken, dass wir immer auch, ich sag mal, am Ende den Verbraucher im Blick haben. Und das ist ja das, wo, glaube ich, jeder sein Interesse hat, dass er nachher, ich sag mal, das Bestmögliche auch erwarten kann. Und dafür müssen wir von vorne bis hinten Ansatz haben. Und ja, da brauchen wir noch mehr Zusammenarbeit, noch mehr Unterstützung. Ja, vielen Dank. Bei diesen vielen Lösungsvorschlägen hoffen wir, dass wir uns dann in 10, 20 Jahren hier wieder treffen, um darüber oder Revue passieren zu lassen, wie es uns gelungen ist, diese multiresistenten Keime in den Griff zu bekommen und nicht, um hier zu sitzen und darüber zu lamentieren, dass jetzt eben dass die Todesursache 1 nun mal geworden ist. Davon gehen wir fest aus. Wir danken Ihnen sehr, dass Sie hier waren. Ihnen allen ganz herzlichen Dank für Ihre Beiträge und wir hoffen sehr, dass wir uns dann im Frühjahr wiedersehen hier zum nächsten Talk von Science On. Danke übrigens auch an dich, Kilian. Ich weiß gerade nicht, wo du bist. Einen schönen Abend noch. Okay.